Hallo liebe Freunde, ein weiterer Monat im Feldversuch der offenen Psychiatrie, März 2024, Denkanstoß, jetzt geht's los. Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand. Liebe Freunde, Denkanstoß, März 2024, wie gewohnt an meiner Seite, nicht nur ihr, meine Lieben, da draußen, heute, also am Montag, unser geschätzter Peter in Manhattan-Umgebung hier im Grünen, wieder an seinem Lieblingssee. Hallo Peter, mein Lieber. Hallo lieber Manuel, hallo liebe Zuschauer. Ja, wieder einen Monat vergangen, heute leider am Montag, weil ich gestern auf einer Veranstaltung war. Das wäre dann nicht mehr gegangen, aber es war eine tolle Veranstaltung, die Mut gemacht hat, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ja, wir haben es jetzt in so einem kurzen Vorgespräch hier kurz erläutert, es tut sich immer mehr, die Menschen organisieren sich in kleineren oder größeren Gruppen und kommen langsam in die Gänge, das was ja auch sehr wichtig ist. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Absolut richtig, ja. Dann wollen wir mal das Programm durchgehen. Wie gewohnt im Schnelldurchlauf haben wir wieder einiges für euch vorbereitet. Wir beginnen wie gewohnt mit Aktuellem aus der Ehrenanstalt hier im Inland, also Deutschland als auch Österreich. Dann der Westen beerdigt nun endgültig die Meinungsfreiheit. Entwicklung in Russland, da gab es ja sehr viel in den letzten 4 Wochen. Nawalny, die Wahlen und. Dann noch das Verhältnis Russland zur NATO werden wir mal beleuchten. Neues aus den USA und auch der Wahnsinn in Nahost wird uns ein wenig beschäftigen. Dann haben wir die britische Krone, da gab es ja auch schon Todesmeldungen, aber vermeintliche Fake News, mehr dazu später. Wieder mal Neues aus dem Weltraum und am Ende, wie gewohnt, der Ausblick von unserem lieben Peter. Dann starten wir mal, wie gewohnt, mit dem Chaos im Inland. Beginn du, wie gewohnt, mit Deutschland. Ja, das Chaos ist richtig, also es wird immer verrückter. Nach dem tollen Heizungsgesetz will jetzt der Herr Habeck ein weiteres Gesetz nachschieben, das sozusagen die Gasleitung entfernen soll, sodass also die Leute, selbst wenn sie noch eine funktionierende Gasheizung haben, die dann trotzdem abbauen müssen irgendwann. Völlig verrückt, aber er hat natürlich auch wirklich Sachen gesagt, die waren schon spannend. Also im Endeffekt, man kann entweder sehr, sehr wütend werden über das, was da passiert, oder man kann es nur noch mit Humor nehmen. Nicht? Bei einer Mittelstandsvereinigung hat er ja gesagt, die Bürokratie war ja gut und wörtlich, der Staat würde keine Fehler machen. Ja? Und das Spannende ist natürlich, also es hat mich wahnsinnig an ein berühmtes Lied in der DDR erinnert, die Partei hat immer recht. In diese Richtung ging das nämlich, was er da gesagt hat. Und an immer mehr Stellen zeigt sich, dass wirklich die DDR wieder da ist. Ja, was ja Leute, die das erlebt haben, genauso sehen. Das sage nicht ich, der natürlich als alter Westler das nicht wirklich beurteilen kann. Aber es sagen ganz viele Leute, die eben alt genug sind, um die frühere DDR noch erlebt haben. Und das geht natürlich dann weiter mit solchen Geschichten der Meinungsfreiheit. Da kommen wir aber nochmal gesondert dazu, weil das ist nicht nur in Deutschland, das ist im ganzen Westen und darüber hinaus. Aber bei uns sind natürlich, passieren jetzt natürlich solche Sachen und das fand ich interessant, wirst du ja wahrscheinlich auch gehört haben, bei einem Gymnasium im Norden von Mecklenburg-Vorpommern ist ja ein 16-jähriges Mädchen
aus dem Schulraum von drei Polizisten abgeholt worden, weil im Endeffekt der Rektor sie angezeigt hat und sie hat dann eine sogenannte Gefährderansprache bekommen, weil sie hat irgendwie ein Filmchen geteilt auf TikTok, wo halt ein AfD-Werbefilm war mit Schlümpfen und dann noch sich erdreistet hatte zu schreiben, dass Deutschland ihre Heimat wäre. Die Polizisten wussten von vornherein, das haben sie auch gesagt, das ist nicht strafbar. Trotzdem musste sich das über sich ergehen lassen. Spannend war hintendran, also natürlich hat der Rektor einen unglaublichen Shitstorm abbekommen. Das war vorauszusehen. Ich glaube, es hat auch keiner erwartet, dass das so nach außen kommt. Aber er hat dann auch gesagt, so hat die Mutter von dem Mädchen zumindest berichtet, dass er die Anweisung hatte, das zu tun. Und das würde ich ihm jetzt auch mal glauben, weil das passt nämlich absolut ins Bild. Sprich, dass es Anweisung, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern, an die Schulen gab, sobald irgendwas sozusagen in die falsche Richtung geht, dass man dann explizit auch nicht die Eltern benachrichtigen darf, so hat er das gesagt, sondern unmittelbar eine Anzeige machen muss, dass die Polizei Richtung drum kümmert. Ja. Es gab noch eine Anhörung im Landtag und der Innenminister hat das auch ganz offen gesagt, das wäre völlig in Ordnung so, wie das gelaufen ist. Also er fand da gar nichts Schlimmes dran, ja, was natürlich ganz extrem natürlich an frühere Zeiten erinnert, zumal es wirklich einfach nur um eine falsche Meinung ging. Es war also keinerlei, ansatzweise nur die Idee, dass man da jetzt vielleicht zur Gewalt aufrufen würde oder so, da war überhaupt nicht. Ja. Ich habe eine Frage, Peter, zu dieser Gefährderansprache. War die, wie bei uns üblich, vom Verfassungsschutz? Weil so kenne ich das, die waren ja bei mir da. So bekommt man eigentlich offiziell eine Gefährderansprache? Oder wie ist das gelaufen? Ich habe den Fall jetzt nicht ganz genau verfolgt. Nein, also das waren reguläre Polizisten. Das läuft bei uns aber auch normalerweise wirklich über die Polizei. Weil der Verfassungsschutz kann nicht einfach dich verhaften oder so. Das geht nicht. Ja, deswegen die Gefährderansprachen laufen. Genau, und die Gefährderansprachen, also das waren drei reguläre Polizisten. Das ist natürlich auch schon allein drei für ein 16-jähriges Mädchen, um das aus dem Klassenraum zu holen. Also es ist ganz offensichtlich, also theoretisch hätte es auch einer machen können und das hätte man auch etwas dezenter machen können. Das ist nicht passiert. Von daher ist natürlich der ganz starke Verdacht und eigentlich der Vorwurf, es ging um die Einschüchterung, es ging um ein Exempel, was zu statuieren ist, was glücklicherweise ganz gut ist. Das Mädchen hat wohl innerhalb ihrer Klasse und sogar im Großteil der Schule eigentlich massive Unterstützung. Also da gibt es praktisch kaum Schüler, die sagen, es ist ganz schlimm, was du gemacht hast, was natürlich im Osten Deutschlands oder in den neuen Bundesländern auch wahrscheinlicher ist als vielleicht noch im Westen. Auch sie hat allerdings schlimme Zuschriften bekommen von irgendwelchen Linken, die das natürlich gar nicht toll finden, wobei, wie gesagt, sie hat ja fast nichts gemacht. Aber das ist momentan der Staat Deutschland, genauso wie momentan ja von der Kultusministern wird gefordert, dass man mehr oder weniger, also früher nannte man das, wie heißt das, Staatskunde, also in dem Fall auch ganz klar Kriegsertüchtigung in den Schulen machen sollte, genau wie der Gesundheitsminister ja das Gesundheitssystem auf einen Krieg ausrichten will. Also alle reden sie auch vom Krieg, der kommen wird, den wir natürlich nie anfangen würden, das ist ganz klar, aber man muss sich ja vorbereiten, wenn die bösen Russen kommen. Das wird allerorts gemacht. Natürlich die Krönung, wenn wir gerade bei Kindern und Jugendlichen sind, war natürlich dieses unsägliche Video der ZDF-Kindersendung Logo, die ja auch für relativ kleine Kinder schon gedacht ist, wo irgendwelche Marschflugkörper Taurus und Französische mit Gesichtern animiert wurden und dann darum jammern, dass der böse Scholz sie nicht nach Russland fliegen lässt. Also das ist unterste Schublade, das ist ganz heftige Kriegspropaganda. Also da fragt man sich halt wirklich, was diese Leute eigentlich sich denken oder sind das wirklich alles Anweisungen, dass die im Endeffekt, man konnte ja auch vorher denken, naja, der Rektor, der ist halt irgendwie bösartig und natürlich völlig politisch in einer Richtung und hat das deswegen gemacht. Aber er sagte der Mutter, wie gesagt, das ist Anweisung und es passt absolut ins Bild, was wir ja auch gleich nochmal besprechen werden, was vom Innenministerium kommt, was vom Verfassungsschutz kommt. Man möchte unbedingt
jede unliebsame Meinung kriminalisieren und natürlich mit Exempeln andere davon abhalten. Was natürlich bei dem Fall jetzt, glaube ich, Ihnen ziemlich auf die Füße fällt. Weil das hat ja jetzt international Aufsehen erregt. Die NZZ hat einen Artikel darüber geschrieben und sogar Elon Musk hat sich geäußert dazu. Und das lesen natürlich weltweit dann wirklich viele Menschen. Das heißt, dieses kleine Gymnasium hat eine unglaubliche Verbreitung und dieser Fall, der natürlich gerade auch in den USA, so schlimm wie die USA sind, aber Meinungsfreiheit ist in den USA doch immer noch relativ hoch angesehen, weswegen ja sogar die New York Times sich kritisch zu den Ideen von unserer Innenministerin Faeser geäußert hat. Ja, aber man sieht an allen Ecken und Enden, wie und immer mehr Bereiche des Lebens eingeschränkt werden sollen, gerade jetzt natürlich, was man soll keinesfalls, und das wurde dann ja auch dem Mädchen eigentlich so suggeriert von allen, also im Endeffekt, die Polizisten haben ihr ja dann gesagt, ja, es wäre ja gar nicht strafbar, aber zu ihrem Schutz müssten sie ihr das jetzt mal sagen, und das hat mich ja irgendwie so ein bisschen an die Ehrenwerte-Gesellschaft erinnert, nicht? Also sag nichts Falsches mehr, sonst könnte dir was passieren. Das erinnert mich dann auch an sowas wie Schutzhaft. Das sind dann so die nächsten Schritte irgendwann, die natürlich hier noch nicht da sind. Aber das ist natürlich eine Sprachwahl auch dieser Polizisten, die natürlich sehr bedenklich ist einfach. Das ist Einschüchterung pur. Ja. Ich habe eine Frage bei uns. Die Polizeigewerkschaft ist in weiten Teilen eigentlich, also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber in der Regel sehr stark blau, also FPÖ geprägt. Wie ist denn das in Deutschland mit der Parteieinflussnahme in die Exekutive? Weiß man da ungefähr? Sind die eher bei CDU? Ja, schön wär's. Wir haben jetzt irgendwie, ich müsste den genauen Titel, einen neuen obersten Polizeibevollmächtigten. Das ist ein strammer SPD-Mann. Mhm. Ja, und man hat natürlich, das weiß ich von Polizisten selbst, innerhalb der Polizei, das ist ja, man sind ja nicht alle Polizisten so, aber man hat da natürlich auch ein ganz starkes Regime sozusagen etabliert, um möglichst unliebsame Polizisten, die auch die falsche Meinung haben oder die vielleicht die falsche Partei wählen würden, die zumindest nicht komplett auszusondern, aber in den Griff zu kriegen. Ja? Da wird ein unglaublicher Druck gemacht und natürlich in den oberen Bereichen, je höher es geht, hat man natürlich, so läuft das politisch, die richtigen Leute reingesetzt. Ja? Und es gibt, glaube ich, noch nicht direkt Politoffiziere oder wie das ja früher in den kommunistischen Ländern war. Aber es gibt Leute, die sich darum kümmern, dass da nichts anbrennt. Bei der Polizei und beim Verfassungsschutz ist es ja ganz offen mittlerweile, dass er absolut politisch in eine Richtung agiert. Das wird ja auch ganz offen gesagt. Von Herrn Haldenwang oder auch von Landesverfassungsschutzchefs, die natürlich ein gewisses Parteibuch haben und dann gegen die konkurrenzoppositionelle Partei vorgehen. Also das sind ja alles so Sachen, die können ja eigentlich gar nicht wahr sein. Aber darauf läuft es hinaus momentan. Ich denke aber, das ist alles so überzogen und so stark, dass also es ist halt schon so, dass viele Menschen in Deutschland das so erstmal überhaupt nicht mitgehen würden. Ja. Leider sind aber viele, die das auch einfach ignorieren oder nicht wissen wollen. Ja, weil sie einfach ihre Ruhe haben wollen, wie das so schön heißt. Ja? Nee. Aber es fällt doch immer mehr auf und dass immer weniger Menschen, also so subtil geht das natürlich schon zu den Menschen, weil ganz viele sagen, ich traue mich nicht mehr, meine Meinung zu sagen in gewisser Hinsicht. Und was völlig richtig ist, ich meine, jeder kann sich mal fragen. Es gibt welche, die haben ein Berufsumfeld, das ist vielleicht sehr gut, aber wenn viele sagen würden, dort einfach mal nur so, ich glaube, ich würde die AfD wählen, dann kann es passieren, dass man da ganz schnell Riesenprobleme kriegt. Ja? Allein diese Aussage, was oder auch sich kritisch äußert über bestimmte Dinge, und das ist halt extrem, also wie gesagt, wir sind sehr, sehr stark wieder an die DDR. Teilweise wird ja auch gesagt, teilweise ist es auch schlimmer als vorher. Bei der DDR musste man auch gewisse Sachen, was man wo und wie machen kann. Das ist hier momentan etwas schwieriger. Tatsache ist, dass dir, wenn du Pech hast, allein ein Daumen hoch bei Facebook schon eine Hausdurchsuchung einbringen kann. Die werden ja explosionsartig durchgeführt
Teilweise ist es praktisch gar nicht mehr verhältnismäßig. Ja, letztens ist auch eine Aktivistin, die wohl im Corona-Bereich damals ziemlich aktiv war, eine Ärztin, die hat jetzt angeblich dann eine Staatsanwältin beleidigt. Da ist das SEK bewaffnet bei ihr reingestürmt, hat sie erstmal mit Gewalt irgendwie da fixiert auf dem Boden und der Sohn, der war völlig perplex, der war aber wohl ganz, ganz gut informiert, weil die wollten, also sie auch, was ihr Recht ist, jemanden herbeizubringen, also ein Anwalt oder das wurde ja alles verwehrt. Also hochgradig, sagen wir mal, illegal, was da, also nach deutschen Gesetzen, die existieren, wohl passiert ist. Natürlich in dem Moment da machst du nicht viel, ja. Das wird sie natürlich, sie wird das sicherlich aufarbeiten lassen. Vermutlich wird das dann auch vor Gericht keinen Bestand haben, was da passiert ist, aber was hilft's? Die Leute sind traumatisiert, sie sind eingeschüchtert und das ist der Zweck, Sinn und Zweck der Sache. Nur ich sage mir immer wieder, irgendwann müssten doch diese Beamten auch mal feststellen. Aber es gibt natürlich immer die Befehlsempfänger, die einfach alles machen. Man sucht natürlich da auch ganz gezielt welche raus, die eben das nicht sehen. Ja, gerne auch junge Leute. Ja, aber das ist ja kein Einzelfall. Ne? Also das passiert ja, wir waren sie jetzt letztens auch ganz stolz am Tag der Frau, irgendwie 40 Hausdurchsuchungen wegen angeblicher frauenfeindlicher Posts, ja. Wobei immer die Frage ist, warum Hausdurchsuchung? Ich meine, der Tatbestand, wenn er denn da ist, ist ja eigentlich gesichert. Ja, es ist klar, wo es herkommt. Es ist eh nicht auf dem Server zu Hause oder auf dem Rechner zu Hause, sondern bei dem entsprechenden Social-Media-Dienst. Also es ist ganz offensichtlich Thema Einschüchterung, Thema Zersetzung wurde ja damals, also die Leute werden halt häufig nicht eingesperrt, es sei denn, das passiert ja nach wie vor. Sie haben irgendwelche Atteste ausgestellt, insbesondere gegen die Impfung. Da sitzen ja Leute dann auch in absurd langen Zeiträumen, die eigentlich auch gar nicht statthaft sind, in Untersuchungshaft mit absurden Begründungen. Ja, das ist natürlich alles, da sitzen auch wirklich Leute in Haft. Normalerweise geht es dann mit Strafbefehlen und so weiter. Aber das geht dann ganz schnell. Und da ist auch ein Blogger, habe ich jetzt auch gesehen, der bei Ansage schreibt, der hat jetzt auch einen Strafbefehl bekommen wegen irgendwas. Das wäre angeblich islamfeindlich gewesen. Das kam aus 2019, da kriegt er jetzt einen Strafbefehl. Also die Polizei scheint, die Staatsanwaltschaft scheint ja nichts anderes zu tun zu haben, als 5 Jahre alte Posts zu durchsuchen, um dann irgendwelche Verfahren zu beginnen. Und auf der anderen Seite heißt es, wir können echte Straftäter, Vergewaltiger, Diebe und so weiter teilweise nicht mehr festhalten, weil einfach die Zeit, da läuft die Zeit dann interessanterweise ab bei der U-Haft, ja, weil man die Verfahren nicht in Gang kriegt, weil ja zu wenig Leute da sind. Und dann sieht man natürlich ganz klar, wo die Prioritäten liegen. Nicht bei allen, es gibt auch in der Justiz immer noch sehr vernünftige Leute, aber auf die wird natürlich auch ein Riesendruck ausgeübt. Nichts vergessen, ja. Der Richter, der ja damals einen eigenen Prozess hatte, weil er ein Maskenurteil gefällt hat, was gewissen Leuten gefallen hat. Genau, nicht? Also natürlich, der Rechtsstaat ist völlig zusammengebrochen mittlerweile bei uns in dem Bereich. Das muss man so hart sagen. Aber ich glaube, das Ganze hat Folgen. Da kommen wir im Ausblick da nochmal drauf. Und was jetzt natürlich gerade passiert, wurde auch genauso vorhergesagt. Im Endeffekt hieß es ja, dass im ersten Quartal der Staat massiv um sich schlagen wird. Und das tut er. Das kann man nicht anders sagen. Mit immer härteren Maßnahmen und absurderen Geschichten. Aber offensichtlich ficht das die Politiker erstmal noch nicht an. Ich habe eine Frage an dich, Peter, bezüglich deiner Einschätzung. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob die etablierten Parteien, beziehungsweise wir wissen ja, die kommen ja alle aus diversen Kaderschmieden, Young Global Leader, sage ich jetzt nur mal so als Stichwort, und in ihrem Selbstverständnis ist ja, wie soll ich sagen, die Interessen des Souveräns, des Bürgers zu vertreten, eigentlich nicht mehr auf ihrer Agenda, laut ihrem eigenen Selbstverständnis. Und ich frage mich, ich habe noch kein abschließendes Urteil, ob es nicht Plan sein könnte, dass man genau diesen Unmut herankommt, weil die sind ja auch nicht doof, dass man
immer mehr Menschen zu diesen rechtspopulistischen Parteien, jetzt eine AfD, FPÖ, überall gewinnen diese Parteien, die sich ja sogenannt rechtsaußen befinden, laufen Zulauf, dass die da bewusst hingetrieben werden sollen, weil anders kann ich mir das ja fast schon nicht mehr erklären. Ja, also es ist definitiv ein Plan hinten dran. Ja, ob das jeder der Akteure weiß, diesen Plan, nein, das ist nochmal eine andere Frage. Ja, aber dass das Ganze dazu führen soll, nicht nur, dass dann im Endeffekt die AfD irgendwann regiert. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man die am Ende doch noch verbietet, dass was natürlich dann im Endeffekt das demokratische System, wie wir haben, endgültig beerdigen wird, weil dann ist völlig klar, es gibt keine Opposition mehr. Dann würde es dann natürlich eine außerparlamentarische Opposition geben. Und das wäre das Ende des Parteiendemokratiesystems in Deutschland, was aber auch so kommen wird. Also wenn die Vorhersagen im Endeffekt zu sehen sind. Oder halt auch, dass man halt wirklich völlig absurde Konstellationen macht. Also im Endeffekt, momentan würde ich sagen, wenn diese Wahlen im September dann in neuen Bundesländern noch passieren, wo ja zumindest die AfD ziemlich sicher stärkste Partei werden würde, sie müsste schon die absolute Mehrheit bekommen, um im Endeffekt regieren zu können. Ansonsten dürften wir alle möglichen Konstellationen sehen, nur dass die nicht regieren kann. Wir sehen das gerade in Holland. Das ist ja bei dem Herrn Wilders ganz genauso. Er müsste eigentlich Regierungschef werden. Aber alle anderen Parteien, egal wie weit sie eigentlich auseinander waren, früher sagen, das machen wir nicht. Und so würde das mit der AfD werden. Also ich denke, eine AfD-Regierung werden wir hier gar nicht mehr sehen. Es ist die Frage, wie die Maßnahmen oder die Aktionen sind, die Gegenseite machen. Ich habe es ja letztens geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Also das heißt ja immer, die AfD will die Demokratie zerstören. Und tatsächlich macht sie das auch, aber nicht aktiv selbst, weil sie das will, sondern als Katalysator. Sie bringt die anderen Parteien dazu, immer mehr das System, die Demokratie, den Rechtsstaat zu zerstören. Und das sehen auch viele Menschen. Und das ist wahrscheinlich, genau wie du sagst, ein Plan da hinten dran. Es gibt natürlich jetzt mehrere Ideen. Ich glaube, das aktuelle System wollen sowohl die Dunklen als auch die Hellen zerstören. Ja, die Dunklen natürlich, um dann was Neues draufzusetzen. Ja, also ihre, zumindest in Europa, dann wahrscheinlich eine europäische Regierung. Ja, das Problem ist, ich bin mal gespannt, aber die ganzen Themen, die sie dazu brauchen, werden ja mit den aktuellen Akteuren zerstört, wie zum Beispiel die Klimawandel-Thematik. Nicht? Ja, und was ich mich frage, ist, was wir erleben, also wenn jetzt alle quasi in diese rechte Ecke getrieben werden, wie eine Horde fast schon, weil ja keine Alternativen in Sicht sind oder so Scheinalternativen, aber so intelligent sind die meisten schon, dass sie das durchblicken und man so eine Partei jetzt verbietet. Gehen wir mal das Gedankenspiel durch, AfD wird verboten. Dann spekulieren die dunklen Kräfte wahrscheinlich darauf, dass es dann rumort, ja, dass es wieder viele Menschen auf die Straße treibt und dann wirklich vielleicht dank Ausschau-Provokateurs, die haben ja da einiges, die Mittel, die Dunklen, wie wir wissen, man dann diese Eurogen-Form, die ja schon seit, glaube ich, 2006 in der Schublade ist, ja, diese europäische Polizeieinheit, endlich aktivieren kann, um dann den Ausnahmezustand rauszurufen, um die Vereinigten Staaten von Europa endgültig als supranationalen, zentralistischen Staat bevollmächtigen zu können, um so die Nationalstaaten endgültig zu beerdigen. Das ist der Plan, der für mich von den dunklen Seiten so am ersten sichtbar ist. Gehst du da mit? Also der Plan dürfte schon so existieren. Das Problem, was sie einfach haben, ist, dass Eurogenfor viel zu klein ist. Das ist ja auch kein deutsches Thema. Also im Endeffekt in Frankreich, das ist in Holland, das ist überall. Zumindest in den westlichen europäischen Ländern, in den östlichen ist es, aber auch in Polen momentan, gibt es ja richtig Ärger mit den Bauern und der neuen Regierung. Ja, weil die neue Regierung ist ja auch wieder, ich weiß auch nicht, was die Polen da geritten hat oder ob das vielleicht auch manipuliert war. Ich meine, die alte Regierung war auch nicht toll in Polen, aber die neue ist jetzt ja wieder völlig auf EU-Kurs und ganz brav. Und da gibt es aber auch schon richtig Ärger. Also sprich, wir haben es
in fast allen europäischen Ländern mit demselben Thema zu tun. Und deswegen wird Eurogenfor, natürlich ist die Idee dann immer aus dem jeweils anderen Land, im fremden Land die Leute einzusetzen, weil dann haben die nicht so viel Skrupel, das ist schon klar. Aber also gerade auch hier in Deutschland fehlen einfach die Kräfte. Also natürlich für Exempel und um eine Demonstration niederzuknüppeln, reicht es immer noch. Aber sobald zu viele gleichzeitig loslegen, ist die Chance nicht mehr da. Ja. Deswegen, man versucht vielleicht, deswegen auch, kommen wir ja gleich drauf, mit dieser Kriegsgeschichte die Leute noch einzuschüchtern. Ja, also man versucht ja momentan alles gleichzeitig. Aber wenn man die Vorhersagen sich anschaut, die Leute werden aufbegehren, definitiv. Und ich denke aber, das könnte auch von der anderen Seite ein Ziel, also es ist teilweise auch einfach schlecht gemacht, wie auch in den USA, teilweise so platt, sagen wir mal, die Dinge, die die Regierung momentan macht oder fordert, dass man eigentlich meint, man müsste eigentlich der Letzte noch erkennen, was hier läuft. Und dann fragt man, das hätte man ja auch intelligenter machen können. Das ist das, was eigentlich dafür spricht, dass die Leute jetzt auch aufwachen sollen, irgendwie. Ja, und von daher, weil auch so Sachen wie jetzt der Habeck, das muss man sich mal vorstellen, nicht? Also wir bauen die Gasleitung ab. Ja, also sozusagen, weil viele haben sich ja eine neue Gasheizung jetzt noch gekauft im letzten Jahr. Und so völlig absurde Sachen. Ja? Und von daher, oder auch, wir haben ja momentan, das so langsam kriegen es die Menschen ja auch mit, eine Abwanderung von Industrie, die sich gewaschen hat. Ja, also immer mehr Unternehmen schließen Werke, weil einfach völlig klar ist, die Stromkosten, die Energiekosten sind nicht zu bezahlen. Wobei ich jetzt ja gelernt habe, da seid ihr uns ja tatsächlich wohl voraus als in Österreich noch mit den Energiekosten. Irgendjemand hat mal gesagt, ihr hättet die höchsten der Welt. Ja, aber wir sind kurz dahinter. Also von daher gibt sich das nicht viel. Aber die Wirtschaft wird natürlich in einem atemberaubenden Tempo zerstört, was natürlich die Menschen auch erstmal noch nicht anficht. Also ich merke es auch noch, viele ignorieren das. Und viele haben natürlich bei uns auch einen Staatsjob. Die ficht das erstmal auch nicht an. Wobei natürlich, wenn die Wertschöpfung nicht mehr da ist, irgendwann das Geld auch nicht mehr da ist. Ja, aber so weit denken scheinbar viele nicht. Ja. Wenn ich den Ball kurz von Österreich aufnehmen darf, Ole, und kurz einen Haken schlage. Bei uns ist ja selbiges... Wir haben jetzt erfahren, dass die Ukrainer jetzt künftig die Gasleitung kappen werden. Die werden ja das Gas nicht mehr weiter transferieren, also weder nach Deutschland, weder nach Polen noch nach Österreich. Das heißt, es wird da noch knapper werden. Die Preise sind zwar auf den Energiegroßmärkten gesunken, aber die Preise werden nicht weitergegeben an die Endverbraucher, an die Kunden. Das heißt, dieses Kartell macht halt den großen Reibach. Und bei uns die Diskussion, die politische, die halt auch wieder bei uns die FPÖ bedient, ist das Migrationsthema. Auch bei euch ja sehr aktuell, aber bei uns halt hat es jetzt sehr dramatische Ausmaße angenommen. Es wurden jetzt mehrere, also ganz tragisch war ein Fall, wo ein 12-jähriges Mädchen jetzt in Wien über mehrere Wochen hinweg von 17 Migranten vergewaltigt und misshandelt wurde, teilweise im Stiegenhaus, in irgendeinem Parkhaus, der Garage und gefilmt und damit natürlich auch erpresst wurde. Und diese Jungs sind auf freiem Fuß nach wie vor, das sind Vorbestrafte teilweise, also amtsbekannte Straftäter, die sitzen nicht in Haft. Das Mädchen hat bittere Angst natürlich, weil die wissen ja, wo die wohnt. Es ist unerträglich, was hier passiert. Dann hatten wir jetzt eine Art Scheinprozess gegen unseren Ex-Kanzler Kurz, wo er so eine bedingte Haftstrafe aufgefasst hat, wobei da jetzt auch rauskam, dass der Richter halt unglücklicherweise nicht ganz unbefangen war, aber bei uns darf ja nur ein Richter selbst sagen, dass er befangen ist. Das darf ja nicht von außen beurteilt werden, sondern nur wenn ein Amtsträger selber sagt, er ist befangen, dann ist er befangen. Ansonsten kann er tun und schalten und walten, wie er möchte. Und dasselbe Schauspiel, also alles läuft den rechtspopulistischen, sogenannten rechtspopulistischen Parteien in die Hände, stehen so bei 30%. Wir haben ja jetzt die Wahlen dieses Jahr im Herbst, also wie die Amerikaner bei uns das Superwahljahr, jetzt die EU-Wahl, wird man auch sehen, wird schon mal ein erster Indikator werden. Und was sich da auftut, also auch die Rhetorik ist so unerträglich. Ja? Also die Politik alleine war schon immer mal grenzwertig, aber die Rhetorik hatte selten ein
den Bodensatz erreicht. Und das, was jetzt so kommt, egal ob jetzt außenpolitisch, der Herr Blinken war jetzt kurz bei uns, der hat in der UNO bei uns gesprochen, wurde kurz empfangen, dann werden da einfach Militärkonvois durchgewunken durch ein neutrales Land. Da ist jetzt so ein LKW von den Amis bei Salzburg in so einer Unterführung hängen geblieben. Natürlich werden die angemeldet zuvor, also müssen sich anmelden. Aber ob das immer der Fall ist, also ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es einen Vorfall, da sind US-Soldaten am Flughafen Wien Schwechat mit Maschinengewehren einfach am Terminal rumspaziert. Das war auch irgendwie ein Riesenskandal. Also es ist ein Wahnsinn und ich sehe aber keine Lösung. Also ich sage ja, die Parteienpolitik ist das Problem und nicht die Lösung. Und das müssen halt viele Menschen noch endlich einmal kapieren. Das müssen sie erkennen. Ich bin mal gespannt. Also es kam vom Egon Fischer ja jetzt vor 2 Tagen ein neuer Blogbeitrag, wo er also eine Vorhersage, die er getätigt hat aus der geistigen Welt, dass es politisch in Deutschland ein bisschen rund gehen könnte in den nächsten Wochen. Da habe ich natürlich den starken Verdacht, dass das, also wir haben ja momentan 2 Dinge, die momentan eigentlich nicht vorwärts kommen, die aber gewisse Leute wollen, die aber insbesondere ein Großteil der Menschen nicht wollen, nämlich einmal dieses unsägliche Demokratiefördergesetz, wo sich die FDP ja noch gegen sträubt, und auf der anderen Seite natürlich die Lieferung dieser Taurus-Marschflugkörper. Wollen wir darüber mal kurz reden, weil das ist ja ein spannender Fall. Also alleine am Anfang, also als das aufgetaucht ist, auf RT war es ja, diese 4, und das waren nicht irgendwelche Pappenheimer, das war der ranghöchste deutsche Bundeswehrangehörige und wirklich hohe 2 andere und dann noch Amerikaner im Vorgespräch, was ja weggeschnitten wurde, aber im Gesamtgespräch gibt es zuvor noch Amerikaner, die zugeschaltet waren. Und es stand eine Zeit lang in Theorie im Raum, das könnte absichtlich so geleakt worden sein, damit man die Russen in Kenntnis setzt, was denn so geplant wäre. Würde ich einerseits zutrauen, weil ich weiß, dass innerhalb der Politik ein doppeltes Spiel gespielt wird. Also man tut zwar offiziell in weiten Teilen auf, jawohl, transatlantisch, auf Bingo brechen, wir gehen mit euch unter, egal, yes, Sir, aber in Wahrheit wird schon noch, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, aber auch ein Scholz ist ja da ein gutes Beispiel. Der Scholz hat ja auch am Anfang, von dem kann man halten, was man will, und ich bin bei Weitem kein Scholz-Fanboy, ja? Also der ist ja, wir wissen alle, was da bei dem Herrn nicht so passt, aber der hat sich ja ganz am Anfang auch noch sehr verhalten gegen den Krieg eigentlich geäußert, und dann erst im letzten Moment so ist er in diese Rhetorik umgeschwungen. Und jetzt mit dieser Taurus-Diskussion agiert er ja auch noch sehr besonnen. Die Frage ist, wie lange? Wir haben mit Dirk Pohlmann in der Lage drüber gesprochen, mal mit sehen, ob er da klein beigeben wird. Aber die Taurus alleine wird es ja nicht richten, auch wenn sie natürlich Schäden anrichten kann und definitiv bis nach Moskau reinreicht, wenn man sie von einem guten Punkt aus abfeuert, mit knapp 500 Kilometern Reichweite. Aber allein das, so etwas in den Medien, und dann nehme ich jetzt mal unsere Medien wieder in die Pflicht, da wurde diskutiert, ja, aber das wurde überhaupt nicht skandalisiert. Skandalisiert wurde, warum die Dinge noch nicht im Einsatz sind. Beziehungsweise warum das rausgekommen ist. Ne? Also ja, das ist das ganz Schlimme, dass da ein Angriffskrieg, das gegen Artikel 5 des Grundgesetzes, 5 ist es, glaube ich, Grundgesetzes eigentlich steht, besprochen wird. Das wird überhaupt nicht diskutiert, außer von einer Partei. Ja, und die Medien, aber das ist ja völlig, mit den Medien brauchen wir uns keine Diskussionen mehr erlauben, da braucht man das nicht erwarten. Aber deswegen fallen sie ja auch. Ich bin aber auch der Ansicht, dass ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also die offizielle Geschichte, die uns da verkauft wird, dass einer der Betroffenen im Hotel in Singapur einfach ein ungesichertes WLAN genommen hat. Man darf die Blödheit von gewissen Leuten nie unterschätzen, aber ehrlich gesagt, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und ich glaube eher, es gibt auch meiner Ansicht nach innerhalb der Hintergrundkräfte sowieso, aber wahrscheinlich auch in der Bundeswehr, da gibt es auch sehr vernünftige Leute, dass man vielleicht das als eine Variante nimmt. Und es geht, glaube ich, nicht darum, dass Russland das mitkriegen sollte. Ich glaube, die Russen wissen ganz viel. Es ging darum, dass die Öffentlichkeit das erfahren soll. Darum ging's. Ja. Und theoretisch würde man dann sagen, damit müssten die Taurus-Sachen eigentlich vom Tisch sein.
Aber wie ich ja vorher angesagt habe, momentan, der Scholz sagt ganz klar, ich will das nicht mit dem Taurus. Er hat sich dann auch dem Kiesewetter von der CDU, der ja da auch voll der Kriegstreiber ist, genau wie die Dame mit der Sturmfrisur, mehr oder weniger in einem Rededuell haben sie ja beide gesagt, da gibt es noch was, was sie öffentlich nicht sagen dürfen, wo der Scholz ganz klar sagt, deswegen will ich das nicht. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, was wohl definitiv wohl so ist, was ja auch in dem Gespräch rauskam, wenn die Ukraine die Taurus kriegen würde und einsetzen wollte, bräuchte sie aber von Deutschland irgendwelche Datenströme. Das heißt, Deutschland wäre irgendwie mit drin, zwangsweise. Ja. Die andere Geschichte ist, was man munkelt, dass der Taurus nuklear bestückt werden könnte. Ja, was natürlich, auch wenn das gar nicht wird, aber für Russland natürlich, Russland weiß ja nicht, was da für ein Sprengkopf drin ist, wenn er kommt. Muss man es auch im wahrsten Sinne des Wortes militärisch verteidigen. Und jeder muss wissen, wer dieses Europa angreift, bekommt es mit 27 Nationen zu hören. Hören Sie genau hin. Ja, unfassbar. Ja, aber der Punkt ist eben, ich habe den Verdacht, es ist einfach so ein Verdacht. Es gab jetzt ja schon mehrfach Abstimmungen im Bundestag zu der Taurus-Lieferung. Die sind gescheitert, weil die Ampel halt noch hält. Ja. Aber die FDP hat ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, dass man ja vielleicht auch anders abstimmen könnte. Und die CDU bringt es ja immer wieder ein. Und dann könnte natürlich der Fall eintreten, dass auf einmal die FDP dafür stimmt. Dann bricht natürlich die Koalition auseinander. Aber dann werden die Taurus erstmal durch und dann macht der Kanzler da erstmal nichts mehr. Ja, und dann werde man natürlich, wenn die Koalition zerbricht, wahrscheinlich die CDU mit den Grünen oder der SPD zumindest eine Übergangsregierung machen bis zur Neuwahl. Und dann hätte man natürlich auch gleich eine Mehrheit für das sogenannte Demokratiefördergesetz. Das heißt, beide Sachen, die die Menschen eigentlich nicht wollen, würden dann durch eine politische Rochade durchgebracht werden. Wie gesagt, muss nicht so sein, aber mich hat das ein bisschen aufmerken lassen, dass politisch da demnächst in Deutschland ein bisschen unruhig sein kann. Im Endeffekt geht die Taurus-Geschichte, es ist völlig klar, dass militärisch die Taurus in 100 Jahren nicht retten werden. Es sind viel zu wenige und es geht da viel mehr drum, einfach Deutschland in diesem Final, was ja immer wieder versucht wird, so in den Krieg reinzuziehen, dass die Russen reagieren müssen. Na, das ist meiner Ansicht nach der ganze Hintergrund dieser Sache. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber die Dinge werden sich zuspitzen, wobei ich nach wie vor da sicher bin, dass hier kein großer Krieg passieren wird. Nicht? Aber es müssten diese, wenn man auch die Vorhersagen sind, also es gibt astrologische Vorhersagen, weiß ich jetzt nicht, aber da heißt, im Mai werden die Menschen in großer Masse auf der Straße in Deutschland. Das passiert jetzt nicht, wenn einfach das so weiterläuft. Das würde ich überhaupt nicht sehen. Also da muss schon irgendwas sein, was die Menschen dann wirklich aus ihrem Tiefschlaf holt. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, dass sie wirklich massiv Angst kriegen, dass wir in den Krieg mit Russland gehen. Ja, was gewisse Kreise sicherlich gerne wollen. Und man wundert sich ja schon, wie auch irgendwas muss man gewissen Leuten, wie auch unsere Außenministerin, gesagt haben, weil die hat ja schon vor über einem Jahr gesagt, die Ukraine muss gewinnen. So als würde was ganz Schreckliches passieren, wenn die Ukraine verliert. Also erstmal würde man sagen, naja gut, wenn man jetzt verhandelt und dann würde die Ukraine geteilt, das ist meiner Ansicht nach bereits beschlossen worden. Da hat der Egon ja die Information bekommen, Januar, Februar wurde da hinter den Kulissen verhandelt und danach hat man aus Russland ja auch schon Karten gesehen und so weiter. Ich glaube, in die Richtung wird das auch laufen. Aber warum sind diese Leute so völlig panisch, wenn sowas passiert? Also irgendwas muss für sie persönlich oder sagen wir mal für irgendwelche Leute hinten dran ganz schrecklich sein, wenn das so ist. Anders kann man das ja gar nicht erklären. Spannenderweise kommen jetzt ja auch die Dokumente heraus. Es ist ja schon länger klar, dass eigentlich im April 22 dieser Krieg hätte wieder zu Ende sein können, wenn nicht der Boris Johnson wohl deutlich gemacht hat für die anderen westlichen, das war nicht nur Großbritannien, Länder, dass dieser Krieg weitergehen muss. Ja, und die Dokumente, was man verhandelt hatte, sind jetzt rausgekommen. Ja, also das war schon ziemlich weit, wie das ja der damalige Vermittler, der ehemalige Ministerpräsident aus Israel
auch so gesagt hat, offiziell, man war da ziemlich weit. Ja, aber vor allem dabei war ja euer Ex-Kanzler Schröder auf Anraten, also für die ukrainische Seite als Verhandler in der Türkei. Und genau dieser Plan, den du angesprochen hast, also eigentlich alles östlich vom Dnieper, der Dnieper ist so die fiktive Grenze, sagen wir jetzt mal, mit einer Pufferzone, geht an die Russische Föderation und der Rest wird man sehen, wie dann, was dann noch überbleibt von der Ukraine langfristig oder mittelfristig. Ich finde es interessant. Ich habe jetzt unlängst eine Meldung vernommen, dass jetzt über Bosnien-Herzegowina darf jetzt offiziell Verhandlungsgespräche führen über einen EU-Beitritt. Und da habe ich mir mal so die Liste angesehen der Beitrittskandidaten. Ukraine natürlich auch dabei. Also was wir da Geld reingeblasen haben, also nicht wir, aber wir alle eigentlich Geld reingeblasen haben. Was damit die sich irgendwelche Villen bauen können, also das korrupteste Land der Welt, es gibt ja nichts, was da nicht möglich ist in diesem kaputten Staat, aber allein diese Karte, also der ganze Westbalkanland, Serbien liegt auf Eis, die Türkei liegt auch auf Eis, die seit 2006 haben die schon eigentlich Status, aber dann wissen wir, da gab es immer wieder Scharmützelchen wegen damals War on Terror, da war noch diese Islam-Unterstützung und das mit den Grauen Wölfen und der AKP, also Türkei Sonderfall, aber diese ganzen Westbalkanstaaten, und wenn ich mir das anschaue, ich meine, die sind einfach nicht so weit. Also die Ukraine sowieso schon mal gar nicht. Aber Mazedonien, Bosnien, all diese Länder, da hapert es so viel. Rumänien ist zwar schon in der EU, aber Albanien und so. Ich meine, das sind die kaputtesten Länder, das ist unfassbar, und da wird Geld reingeblasen und die sollen jetzt bald in die EU rein. Also diese EU wird es eh bald nicht mehr geben, da mache ich mir keine Sorgen. Also ich glaube, wir werden nicht erleben, dass die Ukraine oder eines dieser Länder, die jetzt aktuell noch auf der Liste stehen, vielleicht eins mag dazu kommen, aber dass die alle noch irgendwann Teil dieser tollen Europäischen Union werden. Nein, das denke ich auch nicht. Also ja. Ich meine, die meisten kommen ja eh nur, oder einige bleiben auch nur noch drin, weil da halt entsprechend Geld kommt. Ja. Weil ansonsten ist vieles ja auch völlig absurd, was von dort kommt. Und ich, wie gesagt, die Bauern machen jetzt auch schon in Polen richtig Ärger. Dieses neue Lieferkettengesetz klingt ja erstmal ganz nett, aber im Endeffekt zerstört es auch wieder, wie das bei vielen anderen Geschichten ist, die kleinen und mittleren, die viele Sachen gar nicht leisten können, die da gefordert werden. Ja, nur die Großkonzerne kriegen es hin. Da läuft ja alles hinaus bei der Landwirtschaft. Aber das sind alles meiner Ansicht nach auch die Spaltpilze, die da relativ schnell zum Tragen kommen werden. Und natürlich zusammenbrechen tut das in dem Moment. Und das sehe ich noch nicht zwingend dieses Jahr, aber nächstes Jahr relativ sicher, wenn nicht mehr gezahlt werden kann. Und wer zahlt denn das? Primär ist es Deutschland. Und plus ein paar andere Länder, ihr zahlt auch, glaube ich, noch. Und wenn Deutschland nicht mehr zahlen kann, dann bricht der Laden allein durch Geldmangel zusammen. Deswegen, und das kommt zwangsläufig, selbst wenn gar nichts Großes passiert. Ich habe es vorhin gesagt, wir werden demnächst einfach nicht mehr genügend verdienen, um das zahlen zu können. Natürlich kann man Geld drucken, aber das wird irgendwann auch zu Ende sein. Und das hält diesen Laden noch zusammen. Ja, bitte, ich möchte da kurz nochmal reingehen. Sorry, ein YouTube-Kanal oder ein Kanal, den ich hier immer, oder mehrere Kanäle, die ich gerne verfolge, sind diese Stiftungen, wie die Körperstiftung, weil die haben immer interessante Vorträge. Die haben die meisten gar nicht am Schirm, das schauen sich halt eher so Politiker an oder halt so. Das sind eher so Insider-Kanäle, die wirklich halt für Nerds, Politik-Nerd-Kanäle, sage ich einmal. Aber da wird ganz offen über die Deindustrialisierung gesprochen. Das ist überhaupt kein Tabuthema mehr, während das ja lange, wie wir kommen gleich zu den Medien, ja noch Paranoia geschwurbelt, der rechtsesoterischen super Ingenieurwissen, ja so, das lässt sich alles nicht mehr leugnen. Und wenn man sich dann die Liste ansieht, wofür Deutschland Entwicklungshilfe noch zahlt, China bekommt noch Entwicklungshilfe, in Peru die Radwege, glaube ich, war Peru, ne? Oder Chile oder irgend so ein tolles lateinamerikanisches Land. Was man mit diesen Geldern, diese Gelder bräuchten die Bürgerinnen und Bürger, Entschuldigung fürs Gendern, in diesem Land jetzt ganz besonders. Die Menschen können sich die Mieten nicht mehr leisten, das Essen und so. Und dann werden irgendwelche Radwege für Leute, die kein Fahrrad haben, finanziert. Ich meine, da kann man sich nur noch am Schädel greifen. Das ist Politik für Monkeys, ja, für, ich weiß es nicht. Es ist genau dasselbe, wie wir am Anfang schon gesagt haben. Ja. Das fällt ja vielen auf mittlerweile. Ja? Insbesondere die Radwege in Peru. Die sind ja wirklich auch durch die Massenmedien gegangen.
Und dann kommen halt Zahlen raus pro Jahr, ich glaube, wie viele Milliarden das waren, an Entwicklungshilfe. China kriegt nicht mehr so viel, aber China kriegt doch, aber Indien kriegt über 1 Milliarde Entwicklungshilfe. Und da hat sich ja dann auch, war das der Özdemir, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ein Politiker hat sich ja auch, ich glaube, bei Markus Lanz ziemlich blamiert, wo er dann irgendwie gesagt hat, naja, das wären ja ein paar tausend Euro, die darüber fließen würden. Und dann hat sogar der Lanz gesagt, nee, das sind so und so viele Millionen. Und das ist genau der Punkt. Und wie gesagt, wenn wir hier in Reichtum schwelgen würden. Ich glaube, 2 Milliarden ist es, was Peru bekommt. Genau, ja. Und dann würden wir im Endeffekt, könnte man noch sagen, gut, aber es ist ja genau das, weniger Menschen können sich das leisten, Rentner, aber auch Normalverdienter, Nina, ja, die ein normales Gehalt haben durch die Preissteigerung, die wir hatten, wird es immer schwieriger, die Schulen, die Brücken, alles zerfällt, weil wir ja kein Geld haben, ja, aber auf der anderen Seite wird eine zweistellige Milliardensumme jedes Jahr in die Welt gepumpt, für teilweise Sachen, die also auch wirklich absurd sind. Ja, also wenn man jetzt noch Brunnen in Afrika baut, aber diese Entwicklungshilfe ist, glaube ich, sowieso etwas, was ganz selten den Menschen dort immer zugute kommt, sondern ganz stark natürlich dort häufig auch korrupten Politikern und Projekten teilweise, die dann halt auch wieder westlichen Konzernen dienen. Das ist ja so dieser Kreislauf, den man gerne hat. Es geht eigentlich nie um die Menschen dort irgendwo. Und wie gesagt, die Radwege in Peru, da werden die Peruaner sicherlich auch andere Sorgen haben, als unbedingt Radwege zu brauchen. Ne? Natürlich, die werden mit ihren E-Bikes da jetzt, schauen wir uns die Nazca-Linien an. Hey, hombre, du wärst wie Nazca. Na, komm, lass uns weitergehen. Aber diese Beerdigung ist auch ein Punkt, der, glaube ich, die Leute dahin bringen soll, dass sie endlich aus ihrer Lethargie erwachen. Ja, das also man versucht es wirklich mit allen Mitteln momentan den Leuten zu zeigen, dass hier was völlig schief läuft. Ja. Ja, und viel läuft auch schief in meinem ehemaligen Metier oder noch immer Metier. Wir beerdigen momentan im Westen die Meinungsfreiheit. Wir leben, ich bin ja eines der vielen Opfer, was ZensurTube, es ist mein letzter YouTube-Kanal jetzt hier, ja, mir hat jetzt innerhalb von 3-4 Monaten mir 3 YouTube-Kanäle ohne Strikes wegzensiert, weil ich könnte ja, ich habe das eh schon mal, ich könnte ja wieder Inhalte publizieren, die ich könnte. Also wir sind schon im Konjunktiv. Du könntest ja. Ich meine, ich könnte doch irgendwann vom Auto überfahren werden, ja, oder von der Straße. Weißt du, so auf dem Niveau sind wir mittlerweile. Aber Meinungsfreiheit, schon klar. Nein, es ist sagenhaft dazu jetzt dieses EU-Gesetz, was die Fake News beschneiden soll. Peter, schieß mal los. Ja, der sogenannte Digital Services Act, wobei der für uns in Deutschland gar nicht so neu ist, weil wir hatten ja schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja die vorherige Regierung schon im Endeffekt durchgesetzt hat, wo eigentlich die großen Provider gezwungen werden zu zensieren, wenn sie nicht horrende Strafen zahlen sollen, was sie natürlich gerne machen. Und genau wie du sagst, das ist aber auch von den diversen Politikern, wird das mittlerweile ganz klar gesagt, es geht nicht mehr darum, Dinge, die vielleicht mit einem viel zu niedrigen Level strafbar sein könnten, sondern es geht explizit auch Sachen, die man machen könnte oder auch, wie die unsere Familienministerin Gauss gesagt hat, unterhalb der Strafbarkeitsschwelle sind, die sollen aber trotzdem verboten werden. Ja, und das wird jetzt da über die Provider gemacht, wobei im Endeffekt, wer entscheidet denn, was es jetzt ist, heißt ja Fehlinformation, nicht? Fehlinformation ist aber keine falsche Information. Fehlinformation ist völlig klar das, was man nicht haben will als Information. Und das sind in ganz vielen Bereichen natürlich das, was in alternativen Medien kommt, weil das nämlich deren Narrative zerstört. Das ist ja das Problem. Spannenderweise kam das aber jetzt auch eigentlich nicht unerwartet, weil auch im WEF haben wir ja drüber gesprochen, in Davos, Weltökonomische Forum treffen. Da haben ja mehrere Leute, unter anderem auch die Uschi der EU, explizit gesagt, dass das Schlimmste überhaupt ja diese Fehlinformation wäre und dass man das bekämpfen müsse. Und siehe da, wenige Wochen später geht es richtig zur Sache.
Bei uns haben wir, wie gesagt, dieses Demokratiefördergesetz, was im Endeffekt praktisch jede unliebsame Meinung kriminalisieren soll. Das ist der Hintergrund, ist noch nicht durch. Aber es ist ja nicht nur bei uns so. In Frankreich ist man ja einen Schritt weiter. Da hat der Macron ja mit einem kleinen Trick das Gesetz durch das Parlament gebracht, dass man halt für medizinische Fehlinformationen, wie man das so schön nennen würde, also sprich, wenn man kritisch mit etablierten medizinischen Maßnahmen redet, dass man dann im schlimmsten Fall 3 Jahre ins Gefängnis kommen kann oder halt horrende Geldstrafen zahlen soll. Ja, aber es ist nicht nur in Frankreich. Ich habe jetzt gesehen, in Brasilien, der Herr Lula, der ja auch ein Systempräsident ist, wie wir wissen, da gab es ja auch vor einem Jahr, das habe ich im Jahresrückblick, dann auch, hatte ich auch schon wieder vergessen, wie der Präsident geworden ist. Das war ja auch alles eher sehr merkwürdig. Das erinnerte sehr stark an Biden in vielerlei Hinsicht, aber er ist es halt jetzt und macht jetzt dann genauso ein Gesetz vor, dass man einfach im Gesundheitsbereich gewisse Sachen unter Strafe stellt, wenn man nur kritisch darüber redet. Und den Vogel schießt ja momentan der Herr Trudeau in Kanada ab, der ja mehrere Gesetze in petto hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da schon was durch ist. Da ging es jetzt erstmal um die heilige Klimakrise, dass man da keinesfalls, also wer da zu viel pro Öl oder Gas redet, auch der horrende Geldstrafen bis hin dahin, dass es ein Gesetz geben soll, das ist, glaube ich, noch nicht durch, aber mit vollem Ernst wird das vorangetrieben, dass du lebenslang in Haft kommen kannst für eine falsche Meinung. Da geht es in dem Fall um den berühmten Genozid, den man verherrlicht. Bloß wir wissen ja, geht ja ganz schnell, es sind ja immer totale Gummibegriffe, das ist ja ganz gezielt gemacht. Und da kann es dann unter Umständen sein, wenn du sagst, verhandelt mal mit Russland, dass das schon eine Verherrlichung des Genozids ist. Also da siehst du aber diese Leute, also natürlich machen sie genau das, was im WEF vorher sozusagen gefordert wurde. Ja, das ist also folgerichtig. Die ganzen, die behaupten, WEF, das ist ja nur ein Debattierclub und das ist ja alles nur Verschwörungstheorie. Das war schon über viele Jahre immer zu beobachten, was da in Reden so gesagt wurde, ist dann kurze Zeit später auch in Angriff genommen worden. Und hier sehen wir es ganz deutlich. Das Gute ist aber, dass, wie gesagt, das wurde vorhergesagt, dass das passiert. Es wurde aber auch vorhergesagt, dass das noch dieses Jahr wieder zusammenbrechen wird, beziehungsweise dann werden die Herrschaften Politiker ganz andere Themen haben, als noch die Dissidenten zu knechten. Das wird nicht lange so gehen, aber momentan sind wir in der Phase und man versucht halt an allen Ecken und Enden auch Veranstaltungen natürlich zu torpedieren. Das haben wir ja auch schon länger, die Leute einzuschüchtern. Sie sollen nicht mehr sagen, was sie denken. Sie sollen eigentlich nur noch das sagen, was jemand will. Da gibt es dann auch solche absurden Geschichten wie da machen ja alle großen Organisationen machen mit, wie der DFB, der Deutsche Fußballbund, ja. Wenn da jemand sich erlaubt zu sagen, es gebe nur 2 Geschlechter und dann kriegen die Vereine gleich Strafe, wenn die Fans das irgendwie als transparent haben. Also in allen möglichen Bereichen versucht man einfach die offizielle Linie durchzuführen, aber gerade bei der Gender-Geschichte sind sie natürlich völlig weg von der öffentlichen Meinung. Ja, was dazu führt, dass mittlerweile der andere, eine oder andere im Fernsehen, der noch da sein darf und die ja weit weg davon sind, völlig alternativ zu sein. Diese Leute sind schon lange nicht mehr im Fernsehen, aber so ein Dieter Nuhr oder wie heißt der andere, ist ja egal. Jetzt sind wir viele, Thomas Gottschalk, alle möglichen Güter, ja auch alles sagen. Also, dass die da schon mal was sagen, der Nuhr geht relativ weit. Für einen, der noch resenten darf. Er hat ja auch die heilige Greta mal angegriffen und ich glaube, man will ihn jetzt auch nicht, also ich glaube, er hat in einem Interview gesagt, er könnte ja alles sagen, aber der weiß ganz genau, dass er nicht alles sagen kann. Allerdings geht schon an die Grenzen und die Shitstorms, die dann immer kommen, auch aus anderen Massenmedien, wenn er mal an einer Stelle in die falsche Richtung geht, aber ich glaube, man lässt ihn noch. Erstens mal ist er, glaube ich, der erfolgreichste und bekannteste Kabarettist momentan noch. Und wenn er auf einmal abgesägt wird, das ist eine ganz deutliche Botschaft für alle Menschen. Ja.
Und er hat natürlich auch, er weiß gewisse Sachen, hat auch seine Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das selbst so meint, ist auch egal. Aber man sieht, selbst da fängt es an zu bröckeln. Und ich glaube, das wird noch ganz viel mehr bröckeln in den nächsten Monaten, weil einfach viele Dinge so völlig gegen die Mehrheit auch der Meinung, der öffentlichen Meinung ist. Und das müssten sie eigentlich wissen, dass sie gegen die öffentliche Meinung sowas nicht durchsetzen können. Man sieht ja auch immer wieder diese völlig absurden Geschichten, wie heißt das, Go Woke, Get Broke, wo große Konzerne völlig absurde Werbekampagnen fahren, wo völlig klar ist, das wird einen massiven Umsatzeinbruch bringen, also im Endeffekt das Gegenteil, was man mit Werbung erreichen will, trotzdem machen sie es. Und auf den DFB zusammenzubekommen, zurückzukommen, wir haben jetzt da ein ganz tolles Trikot, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Pink-Violett. Pinke. Genau. Yeah. Und passt natürlich dazu, dass man die Europameisterschaft, das sollen irgendwie die wokesten und besten Europameisterschaften werden, was dazu führen wird. Ich glaube, das wird der deutschen Nationalmannschaft, was man ja sowieso gar nicht mehr sagen darf, glaube ich, die Fans-Unterstützung noch mehr versagen, zumal nicht zu erwarten ist, dass sie sportlich brillieren werden. Es ist einfach nur noch lächerlich, aber auch da kann man natürlich ganz klar sehen, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Da wurde ja der Chef des DFB, ist ja ein bekannter SPD-Mann, und der hat sich dann noch einen dazugeholt, den Herrn Rettig, der halt vom FC St. Pauli kommt. Das ist ja ein Verein, der mehr oder weniger links außen ist. Ja, und das passt natürlich alles zusammen. Und da wird auch ein Rudi Völler, der ja ein bisschen eine andere Ansicht hat, ich glaube, der wird sich da nicht durchsetzen können. Und damit zerstört man auch das sicherlich wieder, das ist mit Voransage. Ja, aber offensichtlich will man das auch wahrscheinlich, also ich kann es mir wirklich nur erklären, die Leute sollen aufwachen. Weil das Fußball ist natürlich schon eine gewisse heilige Sache in Deutschland. Ja, und wenn viele Leute bei vielen Sachen nicht aufwachen, Fußball kann es bringen unter Umständen. Ja, na, vor allem bei dieser Europameisterschaft jetzt, die ja bei euch in Kürze stattfinden wird, ich habe dieses Trikot jetzt vor wenigen Tagen gesehen und ich habe gedacht, das ist jetzt ein schlechter Scherz, weil das Ausweichtrikot war ja immer grün traditionell, ne? Also weiß oder grün. Und jetzt pink, und man kann ja ein pinkes Trikot haben mit dem Ding, aber das ist ja noch dazu so potthässlich designt, und es ist ein Extra von Adidas, das ist jetzt nicht so, weil Adidas macht ja immer so Designs, die dann sämtliche Vereine oder Nationen einheitlich in ihren Farben haben können. Das wurde extra designt für den DFB, also so special. Aber natürlich, wie du sagst, der Hintergrund ist der, den du zuvor beschrieben hast. Und damit schießt man sie natürlich wieder sowas von ins Knie. Man politisiert den Sport wieder so unnötig. Dazu wird diese Europameisterschaft für den Otto Normal, das Fußball war immer ein Breitensport, der DFB, der größte Sportverband der Welt. Eine normale Familie kann sich so einen EM-Stadionbesuch nicht mehr leisten. Das heißt, wir werden ja überall Fußballtouristen haben aus aller Welt, aber auch eher die Gehobenen. Ja, also wahrscheinlich werden viele aus dem arabischen Raum wahrscheinlich sogar kommen, weil die haben noch ein Geld, die Russen dürfen nicht mehr kommen, also wenn da so, ja. Aber für den Otto normalen Deutschen, der mal sagt, ich schaue mir jetzt mal die Nationalmannschaft mit meinen zwei Kindern an, wird eher schwierig werden für normalen Mittelstand, ja, bei den Preisen. Dazu sportlich, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die werden wieder so einen Dusel haben, mit Europameister werden sie nicht werden. Aber spannend wird in dieser Zeit ja wieder sein, was sie dann an Gesetzen durchpeitschen. Weil immer wenn solche Ereignisse sind, wissen wir ja erfahrungsgemäß, dass die diversen Regierungen so nebenbei, während alle gebannt in der Fanmeile auf 3 Promille irgendwie schauen, ob jetzt Frau, also das Mädel gegenüber interessant ist oder vielleicht doch der Freistoß, ja, so unterwegs sind, kann man natürlich ideal da irgendwelchen Schwachsinn durchpeitschen, haben wir auch schon oft genug erlebt. Dazu die EU-Wahl, die ja jetzt noch kurz davor kommen wird, da bin ich ja auch sehr gespannt, was uns da blühen wird. Spannend. Ich meine, das mit der Tante Käthe, mit Rudi, das war ja auch so eine tolle Geschichte. Das zeigt aber auch wieder wunderbar, wie mittlerweile bei solchen, und der DFB, ich sage, der größte Sportverband, da ist viel Geld dahinter. Und da macht man offiziell eine Ausschreibung und dann kommt man erst recht wieder auf Rudi. Also kein frisches Gesicht. Jemand, der zwar Sympathiewerte hat, der ist kein Unsympathler, aber irgendwie so jetzt einen neuen Impuls bringt, irgendwie ein Reformator,
dafür steht Rudi Völler definitiv nicht. Das ist eher der, wir verwalten den Status quo. Ende. Ja? Und von daher ist da nicht viel zu erwarten. Und so läuft es aber überall. Ja? Also es wird da kaum auf Innovationen gesetzt. Wenn Innovationen, dann sind sie total hirnrissig und teuer, aber nicht zielführend. Aber irgendwie sind Ausschreibungen oder irgendwie, dass man das sinnvoll agiert, nichts mehr. Wir erleben ja überall Staatspleiten, also nicht Staatspleiten, aber Firmenpleiten. Jetzt diese Signa-Geschichte, habt ihr sicher miterlebt mit unserem René Benko. Diese Wirecard-Geschichte poppt jetzt auch wieder erneut auf, weil der Herr Marschalek verhaftet wurde, mutmaßlich russischer Doppelagent, natürlich. Ja, der war wahrscheinlich, ich meine, es ist alles so irre. Ja, und wer muss es ausbaden? Natürlich der normale Steuerzahler muss den Schwachsinn zahlen. Und dann waren bei uns, als jetzt an den Benko, der hatte alles in so Stiftungen geparkt. Dumm ist, sind diese Menschen ja nicht. Ich meine, ja, also die werden nicht am Hungertuch nagen. Und der hat ein Palais gehabt mit seinem Firmensitz, oder einen seiner Firmensitze. Und da standen dann wirklich Menschenschlange, um bei der Zwangsversteigerung von einem seiner Büros irgendwelche Sachen zu kaufen. Und dann war das ein Interview. Und da hat sich so ein Student, der Wiener oder Tiroler, aber es war, glaube ich, in Wien, hat sich einen Mülleimer gekauft, ein Plastik. Ich habe den Mülleimer zuerst nicht gesehen, der hat 120 Euro gezahlt. Man dachte, boah, das ist sicher, wenn es jetzt sieht, da denkt man sich, irgendwie ist ein Nobel. Das war ein weißer Plastikmieskübel. Um 120 Euro. Aber das ist jetzt nur ein Nebenschauplatz. Aber das zeigt dann, diese ganzen Firmenpleiten nehmen doch überall zu. Und wenn man sich dieses Signa Remark Consort, wie das abgelaufen ist, überall tauchen dann Ex-Minister auf. Da war der ehemalige Außenminister involviert, unser Turnschuh, wie heißt er nochmal, Joschka Fischer als Lobbyist, unser Alfred Gusenbauer, der Herr Scholz, als er noch Innensenator in Hamburg war, der Bürgermeister, hat dann diesen Tower, der von der Signa irgendwie, überall tauchen da mittlerweile nicht irgendwelche höhere Beamten. Nein, wir reden mittlerweile von Ministern und ehemaligen Bundeskanzlern, die mittlerweile da überall in diesen Sumpf verstrickt sind. Und das ist schon eine Qualität, das war früher nicht so augenscheinlich. Nein, nein. Aber das ist, es kommt immer mehr hoch. Das wurde vorhergesagt und ich denke, das wird noch viel mehr werden. Wie gesagt, dieses Gespräch zwischen den Offizieren und jetzt diese Sachen. Und es ist halt mal die Frage, wann ist endlich mal das Fass am Überlaufen bei den Leuten, bei vielen Leuten. Aber genau wie du sagst, in Hamburg steht dieser Tower, der wird momentan nicht weitergebaut. Und natürlich hat das jetzt auch wieder KDW, glaube ich, in die Insolvenz getrieben. Und wobei Kaufhäuser eh ein Problem haben. Ja, und Kaufhof, wie heißt das, Galeria Kaufhof Karstadt zum x-ten Male. Und es kostet immer mehr Arbeitsplätze und die Innenstädte bei uns siehst du ja auch schon. Also es wird leerer, es stehen immer mehr Geschäfte leer und geht auch keiner mehr rein. Ja, ich denke, das Nächste, was kommen wird, werden die Gaststättenbetriebe sein. Die werden dann demnächst vermutlich vermehrt zumachen, weil einfach auch das für viele nicht mehr zu leisten ist, zumindest häufig essen zu gehen, ja. Und das ist ja auch, die können aber die Preise nicht, die verdienen sich ja auch nicht dumm und dämlich, die haben ja massiv gehobene Kosten. Und du siehst es mittlerweile, also auch schon den Verfall, ne, der passiert. Und ja, mal gucken, wie weit das noch gehen kann, bis man endlich mal der Vorhersage nach müsste es im Herbst in Deutschland soweit sein. Ja, dass dann offensichtlich die Uhren anders gehen. Ich tue mir damit so Prognosen immer schwer, aber Herbst, es wird auf jeden Fall einiges rumoren. Also da brauchen wir uns nicht diskutieren. Ich finde auch immer lustig, wenn die Leute sagen, ah, wieder nichts passiert. Jedes Mal schreiben irgendwelche Lustigen immer, ah, Peter und Manu, wieder nichts passiert. Ich meine, Leute, seid irgendwie egal, dann ist für euch halt nichts passiert. Ich erlebe 10 Schweine und weiß gar nicht, welchen Schwein ich zuerst nachrennen soll, in welches Dorf. Ja, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht haben manche eine andere, ist ja in Ordnung. Aber dass nichts passiert, könnte ich jetzt nicht behaupten. Und das Tragische ist ja, dass, wie du sagst, der Herbst wird spannend in vieler Hinsicht, also es wird innenpolitisch, also sowohl bei uns als auch bei euch, also generell innereuropäisch sehr, sehr heiß werden. Dann haben wir noch diese ganze Euro-Geschichte, weil jetzt mit dieser Krypto, der Bitcoin ist schon wieder abgestürzt, aber auch da bahnt sich ja einiges an, weil da jetzt ja die großen Bank- und Hedgefonds ja irgendwie schauen, dass sie diese
dieses dezentrale Kryptogeld irgendwie an sich reißen, während auch viel Betrug nebenbei rennt, also viel so Pyramidenspielchen unter der Hand, wo eher ältere Leute, die da irgendwie in die Falle reingetappt, abgezockt werden sollen, weil du sagst Meinungsfreiheit. Ich erlebe auf YouTube, haben auch letztens beim Dirk Pohlmann oder mit Dirk Pohlmann diskutiert, man schaut auf YouTube irgendwelche Videos und dann sieht man Werbung, hätten sie ihre Wohnung für 10 Euro. Oder da war so eine KI-generierte Heute-Journal-Sendung mit derselben Stimme, mit dem Moderator, wo er wieder so eine wirklich fadenscheinige, definitive Scam-Trading-Plattform bewirbt. Sowas rennt auf YouTube. Da gibt es überhaupt keine Desinformation oder so, das bringt Geld. Aber wenn irgendeiner es nur wagt, wegen der Impfung oder irgendwas anderem, vielleicht einmal da ein Gedankenspiel aus sich auf irgendwelche Studien von diversen Dänen zu berufen, da weg. Oder sie könnten ja in Zukunft wieder über... Na, lassen wir's. Also es ist sagenhaft. Und diese Medien, das ist ja auch etwas, dass sie ihre Funktion als vierte Gewalt oder vierte Kraft, vierte Macht im Staat nicht mehr wahrnehmen und mittlerweile nur noch Handlanger der Regierung sind, das kennen wir. Früher gab es die Hofberichterstatter, die vom Hof aus berichtet haben, das sind jetzt quasi die Mainstream-Medien und die dann damals diese Lizenz nicht hatten. Das ist das, was heute alternative Medienmacher, so wie wir und viele Kollegen sind. Nur, ich orte bei vielen, nicht allen, aber einigen dieser Kollegen mittlerweile, die wollen auch nur, wie sehr viele oder zu viele in diesem Widerstand selber nur am Spieltisch sitzen. Ich orte bei vielen oder wirklich zu vielen Menschen mittlerweile so eine Art Frust, aber nicht Frust, weil die Dinge vielleicht nicht für alle gut laufen, sondern die würden einfach nur selber gerne das Arschloch sein und profitieren. Ja. Natürlich, also spannend ist ja, also es wurde ja vorhergesagt, dass auch in den alternativen Medien es ein bisschen rund gehen wird. Und das interessanterweise hat einer das geschrieben, wer war denn das? Aber das macht natürlich Sinn. Es ist momentan klar, dass die klassischen Medien am Sterben sind. Das muss man so hart sagen. In den USA ist das deutlich weiter wie hier schon. Aber jetzt hier im Guck kein Mensch mehr. Ja? Aber auf X-Videos von Tucker Carlson, das gucken 250 Millionen oder eine halbe Milliarde. Das sind Größenordnungen, die die Massenmedien gar nicht mehr hinkriegen. Und auch hier, ich war jetzt erstaunt, die Internetpräsenzen haben erstaunlich wenig Klicks, ja, aber jetzt werden das erzählt. Das war spannend, wenn du mal unsere Parteien anschaust, wie viel Follower oder wie viel Abonnenten die in YouTube, glaube ich, haben. Die AfD hat irgendwie das 10- oder 16-fache von den meisten, aber die anderen haben 20.000. Das sind weniger als mein YouTube-Kanal, wo ich ja momentan wenig mache. Ja, da sind schon 30.000. Also, und die Massenmedien haben dasselbe Problem. Ja, das guckt natürlich eine gewisse Klientel noch. Ja, aber einmal, die wird immer älter, diese Klientel. Ja, und ganz schlimm ist es in den USA, und das ist genau das Thema, was sie haben. Die meisten Privaten müssen ja auch massiv kleinere Brötchen backen, ja, müssen Leute entlassen. Und klar, die Öffentlich-Rechtlichen, die können sich einen schlanken Fuß machen, solange die Zwangsgebühr kommt. Aber auch da, die Zuschauerzahlen gehen runter. Und natürlich gibt es dann in den alternativen Medien Leute, die natürlich ganz gezielt die neuen Mainstream-Medien werden wollen. Sicherlich mit alternativen Themen, aber da ist natürlich auch die Idee hinten dran, ich will hier einen möglichst großen Teil des Kuchens haben, weil dass dieser Kuchen neu verteilt wird gerade, das ist offensichtlich. Ja, in den USA gibt es dann auch Breitbart und Alex Jones, Infowars und die ziehen ganz andere Zahlen. Und irgendwann wird da auch Geld verdient. Momentan kriegst du noch nicht richtig viel Geld über YouTube und so weiter, kannst du vergessen. Aber es ist klar, das wird sich ändern. Die alten Medien, die werden sich, glaube ich, auch nicht mehr drehen. Die werden irgendwann untergehen, schlicht und ergreifend, und durch andere abgelöst werden. Und da beginnt jetzt teilweise wahrscheinlich, wie das einer geschrieben hat, aber das halte ich für durchaus wahrscheinlich, auch der Verteilungskampf bei dem einen oder anderen. Ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die machen das natürlich nicht aus finanziellen Gründen, wobei man natürlich irgendwo auch leben muss.
Aber es gibt natürlich auch da solche und solche, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ne? Ja, vollkommen legitim. Schlimm finde ich es halt nur, wenn das so offensichtlich ist, dass bei einigen die Intention einfach die falsche ist. Ich sage Leben und Leben lassen. Also ich bin jetzt der Letzte, der jemanden vorwirft, dass er irgendwie auch von was leben muss und Geld verdienen möchte. Ja? Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Die Frage ist immer nur das Wie und auch die Art und Weise, wie man an die Sache herangeht. Ja? Und da gibt es ja wirklich, jetzt nicht nur in den Medienmachern, sondern generell in diesem kritischen Spektrum mittlerweile so viele, wie soll ich sagen, und ich sage Sympathie geht es nicht, aber das ist so, ja, es ist einfach nicht mein Style. Es hat so eine uncoole, uncharmante Art, wo für mich halt irgendwie rauskommt, irgendwie, das ist auch nicht authentisch. Und wie gesagt, da ist die Intention eine andere. Die erkennen zwar, dann bin ich ziemlich scheiße, nur ich glaube, die erkennen so, dieses Pferd ist am Verlieren und das Schiff ist am Sinken. Ich verlasse jetzt das sinkende Schiff und schaue, dass ich, weißt du, ins Gewinnerteam überwechseln kann. So kommt mir das bei einigen vor. Also Opportunismus. Ja, natürlich gibt es auch. Also brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Und da wird auch viel passieren. Also was ich jetzt aus erster Hand bekommen habe von jemandem, der doch mit relativ hohen Managern aus bestimmten Bereichen beruflich einfach zu tun hat, der sagt, da gibt es mittlerweile viele, die zumindest gewisse YouTube-Kanäle gucken. Also welche, die nicht ganz so weit gehen, da gibt es das Vermietertagebuch oder Chrissy Rieger und so weiter, die, sagen wir mal, im politischen Bereich doch richtig auf den Putz hauen und die Sachen ansprechen und genau, was wir vorhin auch alles besprochen haben, das auch teilweise kernig, wie soll ich sagen, rüberbringen. Interessanterweise werden die eher selten gestrikt, beziehungsweise können teilweise sogar noch monetarisieren. Die machen eine wichtige Aufgabe, gar keine Frage. Aber es spannend ist eben, und das hat ja auch die Susanne Lora mir gesagt, die ja auch eine ganze Reihe von doch durchaus höher gestellten Leuten als Psychologin und Coach berät, da kippt was auch in diesen Ecken. Also da passiert schon was. Und wenn natürlich die Leute solche Kanäle schauen, dann sind die raus für die Mainstream-Geschichten. Also da ist dann völlig klar, da kann der Mainstream, weil er hat ja keine Argumente. Der Mainstream und genau die hiesige Politik ist jetzt genauso, wir kommen jetzt ja zu dem Thema Russland auch, wenn der Herr Lavrov die ganzen EU-Botschafter einlädt in Moskau und die kommen nicht. Die kommen einfach nicht. Ein unglaublicher Affront, ja, aber wahrscheinlich unter anderem auch deswegen, weil sie ganz genau wissen, die Argumente hat der Lavrov, nicht sie. Sie haben eigentlich nur Plattitüden. Ja, und deswegen kommen sie nicht. Und das ist natürlich auch in ganz vielen, bei den Massenmedien so, das merkt man ja auch. Deswegen kann man gar nicht in irgendwelche Diskussionssendungen Menschen einladen, die argumentativ einfach viel besser sind. Ja, weil das fällt ja sofort auf. Man macht es ganz selten. Früher hat man es noch mehr gemacht. Selbst das ist fast weg, dass man sozusagen einen mit der Gegenmeinung, die aber argumentativ gut ist, belegt ist, hatte und dann fünf dagegen, inklusive Moderator oder Moderatorin. Ja, selbst das macht man kaum noch, weil einfach, sie wissen ja ganz genau, dass sie selbst völlig mit leeren Händen dastehen, wenn man mit Russland redet, außer mit Russland ist böse oder... Also da ist ja nichts mehr hinten dran. Ja? Und das ist das ganz Schlimme, was jetzt ja natürlich auch, da können wir eigentlich direkt rübergehen, was die Herrschaften, die wir vorne sehen, aber auch die hinten dran natürlich bei diesem Interview Tucker Carlson mit Putin geschockt hat. Wie gesagt, also ob das jetzt schon manche sagen, in allen Kanälen wäre es 1 Milliarde, weiß ich nicht, aber wir reden wahrscheinlich mindestens mal von 1,5 Milliarde Abrufe. Ja, und das sind natürlich Größenordnungen und da wird halt ein Putin gezeigt, da muss man ja nicht alles mögen, was der sagt, aber dass der ganz ruhig, ganz überlegt und natürlich mit ganz vielen Fakten, die nachprüfbar sind, auch die Dinge hervorgebracht hat, das stinkt denen natürlich ganz furchtbar, ne, weil sie können da nichts gegenlegen. Deswegen wurde ja auch hier ganz viel Wert drauf gelegt, die Tagesthemen haben 5 Minuten darüber verschwendet, den Leuten zu erklären, dass sie sich das nicht anschauen dürfen. Ja, vor allem.
Putin als auch Lavrov, ich meine, die kann man jetzt mögen oder auch nicht, aber Fakt ist, das sind einfach Politiker der alten Schule, egal ob jetzt Geheimdienst-Background oder nicht. Der George Herbert Walker Bush war übrigens auch beim Geheimdienst, der Papa war auch Geheimdienstmann, das war aber nie ein Thema, dass der CIA-Chef war. Nur beim bösen Russen ist ein Thema, ja. Nur so mal eine kleine Randnotiz, ja. History Fact. Aber da merkt man halt, das sind vom alten Schlag, die reden, was die reden, hat Hand und Fuß. Der Putin hat jetzt unlängst, das ist auch schon wieder ein Monat her, vor Ministern eine Geschichtsstunde, wo er dann in irgendwelchen Archiven war, so offiziell, da hat er in irgendwelchen Archiven, das war eher wieder so ein Seitenhieb, das in Richtung Ende Zweiter Weltkrieg, da ging es darum. Aber die sind so gebildet, darauf will ich hinaus, die haben so ein gutes Allgemeinwissen, so profund, können sich hervorragend artikulieren. Und wenn ich mir dann unsere Truppe, also unsere, aber ihr wisst schon, ja, das Polizeipersonal da in Deutschland oder Österreich anschaue, dann denke ich mir, das ist wie Regionalliga gegen Real Madrid. Ja, Real Madrid ist aber in dem Fall die russische Föderation. Ich meine, da kann niemand mithalten. Sorry, ist so. Genau so sieht es aus, ja. Und es ist natürlich spannend. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen auch in den USA angekommen, dieses Video. Wo natürlich die Narrative, dass Putin ein verrückter Diktator ist, der wahnsinnig geworden ist, wie das ja auch hier versucht wird, immer zu transportieren. Da kann sich jeder anschauen. Wie gesagt, man muss nicht alles richtig finden, was er sagt, aber diese Geschichte ist damit tot. Ja. Was in den USA halt auch hart war, war, dass der Tucker Carlson da halt einen Moskauer Supermarkt besucht hat, weil in den USA wurde ja immer erklärt, die Russen, die haben nichts und es ist alles so teuer und das stimmt natürlich nicht. Ja. Und deswegen hat man vermutlich, das ist ja so diese Kette, nicht? Da kam also dieses Interview und dann musste ja Nawalny sterben. Ja. Dann war ja Putin in den Massenmedien sofort der Schuldige und Böse. Das war schon zeitlich sehr passend. Also man musste sich überlegen, was können wir dagegen setzen, dass Putin wieder schlecht aussieht. Und da war natürlich der Nawalny ein gefundenes Fressen. Dass Putin ihn selbst sozusagen, also die Russen hatten keine wirkliche, kein Motiv, es zu tun. Ja, der Westen hatte aber, wie gesagt, einige Motive. Die Frage ist, hat er auch die Möglichkeit? Es ist ja ein Blutgerinnsel gewesen, was ja zum Ärger der westlichen Medien sogar der ukrainische Geheimdienstchef dann irgendwann mal zugegeben hat. Ja, er war vorher in Deutschland. Kai Steißl, unsere ehemalige Außenministerin, als erste zugegeben und er war ja in der Charité wegen der Vergiftung. Also geimpft hat sich ja auch mehrfach. Also könnte einiges mitspielen beim Herrn Nawalny. Und was mit Herrn Nawalny, Entschuldigung, dass ich da reingeht. Auch zu kurz kommt, der war ein strenger, der war schwer rechts, das war ein Neonazi eigentlich, würde man heute dazu sagen. Ja? Das, aber jetzt ist er der Held der Linksfaschisten, der Linksextremen. Wie heißt das so schwer? Damals der Verteidigungsminister von den USA, war das der Rumsfeld? Paul? Paul? Hat zum wie heißt der Iraker? Saddam Hussein. Bevor sie ihn angegriffen haben, hat er immer gesagt, ja, der ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn. Und genauso ist das natürlich in dem Fall halt auch. Ja? Wenn die Richtigen bekämpfen, dann ist völlig egal, was sie sonst für Meinung haben. Wobei Nawalny, also das kriege ich von Russen gesagt, in Russland jetzt nicht so wirklich groß bekannt ist. Also dieser riese Oppositionelle, der hier, wie er hier dargestellt wurde, das sieht man in Russland so nicht. Also das ist schon ein Geheimdienstkerl und meiner Ansicht nach muss da jetzt, das habe ich aber vorher schon irgendwann mal gedacht, das Finale, wie man ihn nochmal nutzen kann, ist, dass man ihn halt einfach umbringt und das den Russen anhängen will. Er sollte ausgetauscht werden und dann rein zufällig war ja auch gerade seine trauernde Witwe, die aber schon lange geschieden ist und einen neuen hat, auf der Sicherheitskonferenz. Nämlich ein Redakteur von Bellingcat, also dieses investigative Magazin, das zum britischen Geheimdienst gehört. Mit denen hat die Banschall sagt man, eine Affäre, die Nawalny. Genau. Ja? Du siehst, es sind immer wieder dieselben Leute und dieselben Namen, die natürlich alle in genau eine Richtung berichten. Naja, aber das war, wie gesagt, meiner Ansicht nach der Versuch, irgendwie das Tucker Carlson-Interview wieder so ein bisschen
bei den Menschen, also die, zu, sagen wir mal, nicht aufzuheben, aber wieder was dagegen zu setzen. Und da kam, hat man halt den Nawalny genommen. Ne? Aber von daher, das bringt aber nicht viel. Ich meine, was wir jetzt, wir haben ja über die Kriegspropaganda ja schon gesprochen, bis hin zum Kinderprogramm. Und ja, aber es ist ja nicht nur in Deutschland, also muss man gucken, was die schwedischen Politiker sagen, was die polnischen Politiker, der polnische Außenminister Sikorski hat jetzt ja ganz offiziell gesagt, ja, wir sind fremde Truppen in der Ukraine und die sind auch nicht nur zu Minenräumen da, wie der Macron das gemeint hat. Die Russen wissen das natürlich. Es geht aber um die Öffentlichkeit. Hast du mitbekommen, euer Pretorius war ja in Finnland und hat dort eine Pressekonferenz gegeben mit seinem Amtskollegen, also dem Verteidigungsminister der Finnen. Da gibt es das gesamte, die Pressekonferenz als Audio-Podcast zu hören. Und wenn man sich das auf Englisch hört, das ist irre. Also die nehmen sich da auch kein Blatt vor den Mund. Ja? Also sensationell, finde ich schon stark, weil sie so unter der Hand eh alles sagen. Ja, sie sagen alles. Und sie sagen ja auch ganz offen, teilweise, also man, der Pistorius hat gemeint, irgendwie in 5 Jahren haben wir einen Krieg gegen Russland. In Polen sagt man, das geht schneller und das ist sicher. Ja, also es wird einfach so gesagt, ja, wir werden, und ist ja nur eine Atommacht. Nicht? Spannend ist aber, es wird halt nicht nur erzählt, es wird auch getan. Nicht? Also in Russland explodieren momentan täglich irgendwelche Ölraffinerien. Das ist teilweise mit Drohnen, das ist teilweise Sabotage. Es ist aber völlig klar, dass das auch wieder nicht die Ukraine ganz alleine sein kann. Es wurden ja über Russland Flugzeuge abgeschossen. Man schießt insbesondere diese fliegenden Kommunikationszentralen ab, ähnlich wie die AWACS. Im Westen haben die Russen ja Ähnliches. Das kriegen auch, glaube ich, die Ukrainer kaum selbst hin. Das weiß man natürlich in Russland. Jetzt hat allerdings spannenderweise, es wird jetzt interessant, es war klar, man hat jetzt vor der Wahl Putins natürlich nochmal versucht, einen Angriff auf Russland mit angeblichen russischen Kämpfern, die da gab es ja auch einige Tote, aber man hat das zurückgeschlagen. Aber es war klar, also Russland selbst wird vor der Wahl nicht viel machen. Aber die Wahl ist jetzt vorbei. Putin ist gewählt worden mit einer unglaublichen Mehrheit. Da werden natürlich auch wieder welche sagen, das ist gefälscht. Aber was ich so aus Russland höre, ist Putin auf jeden Fall bei der Mehrheit der Bevölkerung, also die haben den wirklich gewählt. Ja. Und jetzt ist natürlich spannend, was macht Russland jetzt? Eins haben sie schon gemacht. Also es ist ja sowieso über den Großteil Ostpolens und einem Teil Osteuropas das GPS gestört. Jetzt war ja der britische Verteidigungsminister da und ist wieder zurückgeflogen. Und da hat auch dann sein Flugzeug kein GPS mehr gehabt über eine längere Zeit. Aber da will man jetzt sehen, was passiert. Man versucht ja an allen Stellen Russland zu reizen. Natürlich weiß Putin, dass es genau darum geht, dass er irgendwo den ersten Schlag tut. Weil dann kann man natürlich sagen, ja, jetzt müssen wir ja zurückschlagen. Nicht umsonst haben wir ja momentan das Manöver Steadfast Defender 24 mit über 90.000 NATO-Soldaten, die nahe der russischen Grenze üben. Ja, interessanterweise, ich war gerade bei unserem Ashram in Springen. Da ist auch, wenn du auf der Straße abfährst, ist so ein Freifeld. Da haben sie vorher mal irgendwelche Rotorblätter für Windanlagen gelagert. Weiß nicht, wem das genau gehört. Da stand jetzt auch, ich glaube, ein französischer Laster, also ich kenne das ja noch aus meiner Bundeswehrzeit, da stand eine Fernmeldegruppe rum, mit dem Humvee noch und dem Laster. Und da ist auf einmal irgendeine Fernmeldeeinheit ist da momentan und macht irgendwas. Ne? Wobei das nicht gerade an der russischen Grenze ist. Aber militärisch läuft unglaublich viel momentan. Es gibt ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, es gibt ja einen sehr erfolgreichen YouTuber aus Kanada, der nennt sich, wie heißt er denn? Canadian Prepper, hat über 1 Million Abonnenten. Der macht schon seit Jahren, ruft er alle 2 Tage den 3. Weltkrieg raus. Also da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Er hat auch mal so schöne panische Meldungen. Aber er hat gute Kontakte und er bringt wirklich viel raus, was militärisch alles passiert, gerade in Russland, bei der NATO. Und da wird es dir ganz anders, wenn du siehst. Das sind eben nicht nur markige Worte, da passieren Aktionen.
die ganz klar Kriegsvorbereitung sind. Aber sowas von. Er hat das auch schön erklärt, diese F-16-Geschichten sind deswegen so kritisch, nicht, dass die F-16 in irgendeiner Weise die Ukraine den Krieg gewinnen lassen. Ja, das ist völlig illusorisch. Aber die F-16 können Atomwaffen tragen. Und man weiß nicht, wo sie herkommen. Und im Endeffekt kann Russland das dann erstmal nicht mehr unterscheiden, wenn da F-16 rumfliegen haben. Was für Waffen haben die? Wer fliegt die eigentlich? Ja, das ist eine ganz andere Dimension, auf die dieser Konflikt gehoben wird. Genauso wie mit den Taurus, wie wir gesprochen haben, die tatsächlich atomar bewaffnet werden können. Ja, und dann muss Russland anders reagieren. Ja? Und das sind alles so Dinge. Also wenn ich momentan nur auf dieser Ebene wäre, rein, was man momentan so mitkriegt, und nicht wüsste, dass es hinten dran im Hintergrund andere Kräfte gibt, die gewisse Pläne haben, müsste man davon ausgehen. Und da staune ich auch, wie dann doch viele Menschen das alles ignorieren, dass jeden Tag der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte. Und zwar richtig heftig. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Die markigen Worte, die Vorbereitungen, die von den Politikern ganz offen getroffen werden. Ja? Wobei ich finde es sehr spannend, dass das immer nur in unserem Propaganda-Apparat dargestellt wird, wenn diese Töne nur von Russland kommen würden. Wenn Medvedev so positioniert, ich meine, klar, der positioniert sich so ein bisschen als Scharfmacher, aber dass der Großteil der Kriegsrhetorik eigentlich aus dem Westen kommt, ja, das wird irgendwie ausgeblendet. Mhm. Ja, ich meine, die Baerbock hat ja höchstpersönlich als Chefdiplomatin, also ich wüsste nicht, dass die eigentlich Verteidigungsministerin wäre. Nein, die ist die oberste Diplomatin und hat Russland vor einem Jahr schon den Krieg erklärt. Ich meine, das ist alles nur noch, wenn es nicht so tragisch wäre, muss man eh lachen. Aber, liebe Freunde, Atomkrieg wird es keinen geben. Mhm. Da muss schon viel schief laufen. Also natürlich, Garantien gibt es nie, aber da muss schon so viel schief laufen in einer Kette an komplett Wahnsinnigen, dass sowas passiert. Ja. Aber die haben ganz andere Mittel. Es gibt genug andere Waffen, die schon schlimm genug sind und de facto befinden wir uns ja schon längst im Dritten Weltkrieg. Der hat wirtschaftlich begonnen. Ich würde sagen, mit Ende des Kalten Krieges begann dieser Dritte Weltkrieg eigentlich mit der Destabilisierung und Zerlegung Jugoslawiens nach der Wiedervereinigung und so scheibchenweise diese Osterweiterung. All das ja kann man eigentlich schon dazu zählen, dass das eigentlich schon Krieg war. Dann dieser ganze War on Terror, wo man dann in Iran immer mehr, wir kennen das ja alles aus den letzten 20 Jahren, was da passiert ist. Und dass die Russen sich bis dato immer noch so cool, und das kann man wieder von Putin halten, was man möge. Aber jetzt stellen wir uns vor, ein Wladimir Schirinowski wäre aktuell oder irgendwann mal Präsident der Russischen Föderation gewesen, jetzt in dieser Zeit, dann eine gute Nacht. Ja, weil der hätte wahrscheinlich wirklich schon Gemagetto Berlin bombardiert oder mit Raketen. Ja, das ist ja komplett wahnsinniger, der Schirinowski. Ja. Wobei hinten dran, also das ist klar, es ist die Frage, wie stark das ist, aber hinten dran läuft noch eine andere Geschichte. Das kann man an vielen Bereichen sehen. Unter anderem auch an dem Interview bei Tucker Carlson und Putin, dass Putin seine Uhr demonstrativ auf den Tisch legt bei Sekunde 17, wobei das nicht Putin so gesteuert hat. Der musste nur am Anfang, muss ich die Uhr hinlegen, aber auch so hingelegt, dass er sie nicht sehen kann, sondern wie bei Q das mal gezeigt wurde. Und die Tucker Carlson-Teams haben es dann auf Sekunde 17 geschnitten, das ist schon klar. Aber war mindestens mal die Botschaft von Putin. Also es gibt keinen logischen Grund, außer es ist eine Botschaft, dass die Zeit abläuft, spannenderweise ist. Das siehst du, wie gesagt, bei dem Tucker Carlson-Version des Videos, bei der Version des Kremls siehst du das nicht. Da haben sie nämlich näher rangezoomt. Da siehst du nur, dass der Putin irgendwas an seinem Arm macht, aber du siehst nicht, dass er die Uhr da ablegt. Das heißt, für mich ist das ganz eindeutig, diese Botschaft ging an das westliche Publikum, nicht an das russische. Ja? Also, aber daran sieht man schon, da laufen im Hintergrund definitiv noch andere Dinge. Ja, und oder, Entschuldigung, dass ich einhacke, aber zu der Uhrendiskussion, da würden jetzt wahrscheinlich wieder westliche Mainstream-Journalisten entgehen. Ja, der Herr Putin, wir wissen ja, der ist ja so ein Uhrenfetischist und der hat ja unzählige Uhren, die Hunderttausende von Euros kosten und deswegen, damit das nicht so auffällt, hat er die Uhr abgelegt. Das würde jetzt wahrscheinlich der Herr Klaus Kleber sagen. Ja, und andere würden sagen, im alternativen Bereich, ach was, das war reiner Zufall, er wollte nur wissen, wie viel Uhr es ist. Diese Leute gibt es immer.
Ja, also, ja. Aber es ist ja nicht nur, wenn ein so ein Ding käme, da kannst du immer sagen, es ist Zufall, aber solche Symbole und Zeichen kommen ja am laufenden Band. Allein die 17, wie häufig die jetzt auch bei unterschiedlichsten Leuten, auch bei Alexander Soros, der hat ja auch was Interessantes gemacht, mit den Silberzertifikaten, hat was gepostet. Da siehst du, da ist die Antwort von anderen war dann auch wieder, also ist, die 17 kommt ständig vor, da läuft ein anderer Film noch im Hintergrund, ja, der den vorne steuert. Ich bin nicht der Ansicht, wie das ja viele glauben, dazu sterben ja momentan auch viel zu viele Menschen im Nahen Osten und in der Ukraine, dass alles nur geplant ist. Haben wir ja schon oft drüber geredet und ich nehme euch zurück. Das ist alles nur inszeniert ist und das glaube ich auch nicht. Ja. Also natürlich kennen wir keinen, der gestorben ist, wobei ich doch einen kenne, der Arzt in Russland ist und der letztes Jahr schon Opfer von beiden Seiten behandelt hat. Und zwar auch Folteropfer. Ne? Also die Azov sind nicht ohne, aber die Tschetschenen von den Russen sind auch nicht ohne. Ne? Also diese Leute gibt es. Es ist nicht so, dass da keiner stirbt oder verletzt wird. Das ist real, leider sehr real. Deswegen bin ich auch nicht immer derjenige, der sagt, also alles, was da im Hintergrund, selbst die Whiteheads oder die Guten, die gibt es schon. Das weiß ich, kenne ja selbst einen. Aber so ganz rund läuft das alles auch nicht, was die machen, muss man so zu sagen. Ne? Also von daher, das ist schon alles im Fluss. Ich denke, dass auch insbesondere jetzt auch bei der dunklen Seite mittlerweile mehrere Fraktionen gibt, die teilweise gegeneinander arbeiten, die andere Ziele haben. Ja? Und die einen wollen diesen großen Krieg unbedingt, die anderen wollen aber nicht. Ja? Und da ist auch, glaube ich, ein gewisses Hin und Her. Ja, und es gibt natürlich immer irgendwelche Situationen, die man herbeiführt, wo dann auch ein Wladimir Putin irgendwann, das versucht man ja gerade, nicht mehr anders kann, als irgendwie zu reagieren. Ja. Was ja logisch ist, also weil immer mit diesen, es gibt diese, nennen wir es jetzt wieder Black-White, das haben jetzt alle so im Bild, ja, aber die Guten und die Bösen trifft vielleicht eher. Aber wer sich mit diesen Geheimdienstapparaten auskennt, der weiß, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, dass es nicht homogen ist und da werden dann Befehle nach unten delegiert und dann macht eine Abteilung eine Woche lang eine Operation für die Abteilung und drei Wochen später haben sie wieder was am Schreibtisch und der Auftrag ist schon wieder für die anderen. Und so geht das hin und her und viele wissen ja gar nicht, auf welcher Seite sie spielen in den unteren Etagen. Ja, so ist absolut. Das halt. Ja, weiß. Die gute Nachricht ist, es bleibt weiterhin so aus der geistigen Welt und da ist es wirklich sehr hilfreich, kommt die klare Botschaft, dass es eben keinen klassischen Dritten Weltkrieg geben wird, also atomar sowieso nicht. Das wird, glaube ich, auch, selbst wenn da einer einen Knopf drückt, gibt es, sagen wir mal, Kräfte, die das verhindern können. Punkt. Also dann passiert dann einfach nichts. Da drücken die nur einen Knopf, aber wurde ja auch seit Jahrzehnten immer wieder mal vorgeführt von Außerirdischen. Du spielst jetzt für die Außerirdischen diese Atomen, wo dann einfach UFOs kamen und das wurde alles lahmgelegt. Ja. Also von daher, das wird nicht passieren. Aber auch ein großer konventioneller Krieg ist hier in Deutschland, wird absolut nicht gesehen. Das wird nicht passieren. Polen muss aufpassen. Ich denke, Polen, ich schließe nicht aus, dass Russland mit der NATO nochmal aneinander geraten wird. Zumindest gewisse Scharmützel. Kann dann aber auch sein, dass die NATO relativ schnell merkt, dass sie keine Chance hat und dass dann im Endeffekt die NATO, die wird zerfallen. Ja, und dann ja, die geopolitischen, also von wegen die Leute, es passiert nichts. Geopolitisch passieren momentan täglich absolute Hammer, wenn man mal genau hinschaut. Ja. Was ich sagen wollte, dass wir einen Abnutzungskrieg erleben, das haben viele Experten ja schon von Anfang an gesagt, weil natürlich der militärisch-industrielle Komplex da wie dort, also auch in Russland, da wurde jetzt auf Kriegswirtschaft hochgefahren, die leben davon und nicht schlecht und bei uns noch viel mehr, nur sie kommen bei uns mit der Munition nicht nach, aber was die Technologie und die Entwicklung angeht, was da an Geldern, vor allem in den schwarzen Projekten, gerade bei den US-Amerikanern, reingeblasen wird,
die profitiert natürlich herrlich davon, ja. Und wenn dann ein paar ausrangierte F-16 an die Polen geliefert werden, interessiert eh keinen, ja. Bringt aber auch noch gutes Geld. Ja? Und die vor allem müssen die ja wieder ersetzt werden. Und da gehen dann natürlich die Lockheeds und Boeings dieser Welt, die kriegen dann die Milliarden, die wir jetzt an die Ukraine zahlen. Die kriegt ja die Ukraine gar nicht. Na, das ist ja auch der Witz. Das ist ja der Kreislauf. Genau so ist es ja. Das Geld geht formal, wird es gebucht an die Ukraine. Dann denkt man, das Geld kommt in die Ukraine. Dort landet das dann aber bei einer US-Behörde, die nämlich für Korruption und so zuständig ist. Und die verteilt die Gelder dann schon wieder um. Und da geht der Kreislauf, der Großteil des Geldes, wieder aus der Ukraine raus in diverse Rüstungslobbystrukturen, NGOs etc. pp. Ja, so ist es. Genau. Aber ich bin, wie gesagt, mal gespannt. Ja. Die Wahl in Russland ist vorbei. Es war klar, dass Putin vorher nicht so viel machen wird. Aber jetzt... Wahl, wie ist das? Bei uns gibt es Zahlen, dass die Auslandsrussen, die in Österreich gewählt haben, hätten angeblich 55% gegen Putin gewählt. Und in Salzburg seien angeblich sehr viele Deutsche auch wählen gekommen. Wo ich mich frage, wie geht das? Weil kann man als Deutscher oder als Österreicher in einem Konsulat im Ausland wählen, dann könnte man da rein theoretisch doppelt wählen. Also das habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das Sinn macht. Aber da hätten 45% gegen Putin gewählt. Also gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo sie die Zahlen haben wollen. Tatsache ist, wir haben ja bei uns in Bonn und Berlin, also in Bonn ein Konsulat und in Berlin die Botschaft. Da gab es ewig lange Schlangen von Russen, die da gewählt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ergebnisse sind. Kann natürlich sein, dass viele Russen, die hier natürlich auch durch unsere Propaganda natürlich gebrieft sind, dann da auch ziemlich gegen Putin wählen, würde ich nicht ausschließen wollen. Interessanterweise hatten wir gestern, um das mal zu bringen, bei der Veranstaltung gab es eine Podiumsdiskussion und da hat eine Dame dann auch, weil ich das mir auch meine Ansichten da, vor allem was aus der geistigen Welt kommt, das hat sie auch nicht so verstanden, weil sie fand das ganz schrecklich, dass eventuell russische Soldaten hier sein werden, wenn auch ohne Krieg, ja. Wobei sie selbst, das war spannend, genau diese Vision auch hatte. Und bei ihr gab es in der Vision auch keinen Krieg, aber sie kennt irgendwelche Russen, die aber sagen, das wäre ganz schlimm in Russland. Natürlich gibt es auch Russen, die das nicht toll finden, was in Russland passiert. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Sie hat aber, dann war eine andere Dame da und die war viel in Russland. Und die hat einige spannende Sachen erzählt. Die Leute, die gegen Putin sind, sind natürlich, sind ja eh nicht so viele, aber wenn, dann sind es eher junge Leute. Und das sind genau die, die natürlich gerne auch mal westliche Medien gucken, die ja in Russland, also die Deutsche Welle ist, glaube ich, jetzt auch gesperrt, aber CNN und ARD und ZDF und alle, kannst du ja, glaube ich, da alles noch gucken, während wir hier RT Deutsch nicht mehr gucken dürfen, ne? Ist auch interessant. Und natürlich, was aber ganz viele Russen ganz schlimm finden, und sie hat gemeint, die waren super nett, auch gegenüber Deutschen, also die können sehr, sehr gut unterscheiden zwischen Regierung und Menschen. Aber was die alle, die Russen natürlich sehr, sehr traurig finden und völlig zu Recht, die werden ja dargestellt, als wären sie die letzten Wilden, die den Weltkrieg machen wollen. Und bei den Medien hier und den Kriegstreibern hier wird ja eigentlich gar nicht unterschieden zwischen Regierung und der Bevölkerung, sondern im Endeffekt, die Russen sind böse, Punkt. Und darunter leiden die natürlich schon unter ihrem Image, was ihnen die großen Medienkonzerne verpassen. Nicht? Und von daher, ja, aber das Ganze ist in Deutschland natürlich völlig klar. Das ist Programm seit über 100 Jahren. Wurde auch von dem Herrn Friedman vor ein paar Jahren in den USA ja mal ganz offen gesagt, man darf Russland und Deutschland nicht zusammenkommen lassen, weil dann ist das Herzland in Gefahr. Und wer das Herzland beherrscht, das ist diese Heartland-Theorie-Geschichte, beherrscht die Welt und dann sind die Angelsachsen fertig und deswegen hat man immer wieder Russland und Deutschland gegeneinander gehetzt, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und natürlich jetzt will man es wieder und dann wird diese ganze Geschichte mit Taurus und so weiter auf einmal völlig logisch, wenn man diese Agenda hinten dran kennt. Ja? History Fact, das war 2014 am Chicago Council on Security Affairs, diese berühmte Rede von George Friedman von Stratfor. Aber richtig, und dann möchte ich wieder fragen, diese Heartland-Theorie, die habe ich ja mit Marc und Frank in der Lage schon genauer zerlegt, oder wir haben sie zerlegt oder analysiert.
die ist ja eigentlich Schnee von gestern, ja, weil das, die ist ja doch auch ausgelegt, eher, als man noch eher mit Schiffen Kriege geführt hat oder Schiffe vorwiegend in solchen Kriegen eine relevante Rolle gespielt haben. Heute sind es eher Flugzeugträger und sonst spielt eigentlich alles eher in der Luft ab oder mit Drohnen jetzt aktuell, verlagert sich auch sehr viel elektronisch vor allem. Zur Wahl zwei Fragen. Die eine, was ich nicht ganz verstehe, warum, wir wissen, die Politiker sind Marionetten, wir wissen um eine Kanzlerakte. Nichtsdestotrotz, ich habe zuvor angesprochen, gibt es ja nach wie vor Politiker, die unter dem Radar den Draht nach Moskau offen halten. Das sind aber nicht nur jetzt Rechtspopulisten, bei uns wird es immer so dargestellt, wie wenn die AfD oder bei uns die FPÖ vom Kreml finanziert werden würden. Ne? So gibt es so, ja. War ja schon beim Trump absoluter Humbug. Aber es sind ja nicht nur Politiker dieser Parteien, sondern auch von den etablierten Altparteien, die da ein bisschen die Hintertür zumindest offen lassen. Aber die müssten jetzt langsam auch Farbe bekennen, weil wir haben zuvor die Deindustrialisierung angesprochen. Das heißt, sie betreiben eindeutig Verrat an ihrem Volk, wenn man es jetzt hart ausspricht, Volksverrat. Aber das müssen Juristen entscheiden, aber man könnte es eventuell als solches auslegen. Und die sehen doch auch, dass die wissen ja auch um diese Pläne, nicht alle sind geschichtlich jetzt Firma, aber ich sage mal, nicht alle sind auch so doof, also viele wissen um diese Pläne. Und da, glaube ich, wird es auch jetzt bald einmal, vielleicht schon früher als später, ich gebe dem Ganzen noch 2 Jahre oder 3 Jahre, dass auch da dann jetzt da innerhalb, weiß ich nicht, das Parteisystem retten wollen. Und da wird man uns dann vorgaukeln, wahrscheinlich werden es eher diese Parteien sein, die neu, also AfD, FPÖ, um dieses Parteisystem am Leben zu halten. Ah, wir haben es erkannt und wir lösen uns jetzt von dem Vasallentum und dann kommt dann Trump vielleicht noch und zieht wirklich die NATO ab oder zerstört die NATO, damit man dann dieses Parteiensystem und die EU vielleicht noch irgendwie retten könnte. Aber das ist ja auch nicht, also das wäre schon mal ein guter Schritt, aber das Ende der Fahnenstange ist das auch nicht. Das wäre für mich wieder so eine Kompromisslösung. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Vielleicht denkt das der ein oder andere. Das kann schon sein. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch keine völlig einheitlichen Ziele mehr. Die einen wollen die Variante, die anderen die. Aber die Vorhersagen gehen, also das funktioniert alles nicht mehr. Der Laden bricht zusammen. Und zwar komplett. Ja. Und alles, was sie gerade tun, fördert das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Deswegen, aber natürlich, es gibt diese völlig schwarz-weiße Geschichte. Wir haben den Scholz. Wie gesagt, der Scholz macht vieles falsch. Bei manchen Sachen kann man sagen, offensichtlich hat er da doch noch ein Gewissen. Nicht? Man muss natürlich eins wissen, dass die meisten Akteure, die wir sehen, in irgendeiner Form erpressbar sind. Weil ansonsten wären sie diese Akteure nicht mehr geworden. Ja? Ich habe ja selbst vor einigen Jahren aus erster Hand einen Fall erfahren, wie ein Bundestagsabgeordneter dazu gebracht wurde, richtig abzustimmen, was er eigentlich nicht wollte. Er war nicht direkt erpressbar, aber er hatte halt Kredite. Das reicht. Ja, aus erster Hand. Also definitiv so passiert. Deswegen, also wenn, das ist leider über Jahre und Jahrzehnte so aufgebaut worden. Das müssen nicht mehr die ganz schlimmen Sachen sein, die es natürlich auch gibt. Aber du musst jemanden, der an der Macht ist, in irgendeiner Leine haben. Und natürlich gibt es welche, die einen noch trotzdem noch ein Gewissen haben. Und denen geht es dann auch nicht gut. Die beneide ich auch in keinster Weise. Ja, also ich denke, viele von den Leuten, die wir momentan sehen, denen geht es gar nicht gut. Die sind in total Panik. Das sieht man auch an ihren Äußerungen, an ihren Maßnahmen. Ja, weil sie wissen natürlich auch ganz genau, dass sie die Ersten sind, wenn die Menschen mal sauer werden, die dann am Pranger sind. Ja, und dass ihre Herrschaften im Hintergrund sie dann locker opfern werden. Ich glaube, das realisieren immer mehr mittlerweile. Ja. Von daher ist es auch immer schwierig, deswegen warne ich auch davor, jetzt einzelne Menschen zu verurteilen und weil du weißt auch gar nicht, was da alles hinten dran ist. Nichtsdestotrotz, ihre Aussagen, ihre Taten, ihre Früchte, die muss man natürlich anprangern. Und vor allen Dingen darf man diesen Leuten halt nicht mehr auf den Leim gehen. Das ist ganz klar. Nicht? Aber diese Verurteilungen von einzelnen Menschen bringt eigentlich weiter und ist auch aus spiritueller Sicht
überhaupt nicht hilfreich. Ja, das muss man mal ganz deutlich sagen. Nicht? Von daher, das bringt aber auch nichts. Im Endeffekt, es ist offensichtlich und momentan muss man wirklich sagen, man sollte den Feind nicht stören, wenn er sich selbst vernichtet. Und das passiert gerade. Sie fahren sich momentan selbst völlig in den Dreck. Ja, und auch wenn manche Leute natürlich Angst haben, weil sie sind noch nicht völlig machtlos. Aber wie gesagt, wir kommen beim Ausblick nochmal dazu und die Aussage für dieses Jahr hat, wie gesagt, jetzt erstmal gestimmt. Und offensichtlich wird dieses Jahr bei den Menschen einiges passieren. Noch nicht unbedingt so viel im Äußeren. Da reden wir dann ab nächstes Jahr drüber. Aber bei den Menschen scheint dieses Jahr wohl wirklich großflächig ein Schalter umgelegt zu werden. Das mag auch mit Dingen zusammenhängen, die gar nicht, sagen wir mal, im politischen oder irdischen Bereich sind, sondern wir haben, das wird ja teilweise gemessen, extreme Energien, die auf die Menschen einstreuen. Wir haben momentan eine Sonne, die superaktiv ist. Da sind ja auch Sachen passiert. Das letzte Video von Dieter Broers, auch spannend, von der Soho-Sonde. Das ist eigentlich bei dem Weltraumthema, wollte ich das unter anderem bringen. War jetzt mehrfach, irgendwas ist da vorgeflogen. Irgendwas Großes, Dunkles, dass die Sonne nicht mehr zu sehen war. Aber die Sonne ist superaktiv. Diese Energien werden gemessen. Das wirkt auf die Menschen. Ja, und fühlige Menschen können das schon lange spüren, aber da kommt jetzt dieses Jahr auch nochmal eine andere Energie und das wird bei den Menschen wohl einiges bewirken, erstmal innerlich, weil viele Sachen kommen einfach hoch und die müssen bearbeitet werden, ob man will oder nicht. Und das führt dann natürlich unter Umständen dazu, dass die Menschen einfach zwangsweise aus ihrer Komfortzone rausgerissen werden, auch wenn sie das nicht wollen. Ja, was wir ja auch erleben ist, dass es gibt zwei Wahrnehmungen, aber der Großteil hat die Wahrnehmung, dass die Zeit schneller vergeht, aber nicht nur, wenn wir jetzt älter werden, das höre ich auch von jüngeren Menschen, dass ihnen vorkommt, dass die Zeit irgendwie schneller läuft. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der das jetzt wirklich anhand von Daten irgendwie so irgendwie belegen könnte, aber auch mir kommt es wirklich so vor, dass da irgendwie was nicht mehr passt. Die Energieeinflüsse, auch teilweise selbstgemacht, Geoengineering, Funkstrahlung, also Handystrahlung und alle anderen Dinge sind so Indikatoren, die auch uns darlegen, dass die Belastung irrsinnig hoch ist. Ich merke es, bei den Tieren merkt man es extrem. Die haben ja extreme Veränderungen und nehmen das als erste wahr. Einen Punkt wollte ich noch, bevor wir in die USA rübergehen. Bevor diese Wahl war, hat eine Mainstream-Gazette oder sehr viele ganz groß und stolz rausbesorgt, die ukrainischen Hacker können jetzt die russische Wahl beeinflussen. Und war ganz stolz drauf. Davon habe ich aber jetzt nicht viel gemerkt, liebe Freunde, am Ende des Tages. Aber es wurde so auf, weißt du, umgekehrt, der böse Russe, den man das ja immer vorwirft, da ist das ein absolutes No-Go. Und da wurde das gefeiert, aber vom, ich glaube, es war der ORF sogar, der das gefeiert hat. Ja, die ukrainische, der SBU hat jetzt wirklich die Möglichkeiten, die Wahlserver zu hacken. Wo ich mir denke, alter Schwede, ihr habt das ja nicht mehr alle. Und da möchte ich jetzt gleich im Überschweifen zu den USA, wo es ja 2020 etwas gab, wo es heuer wahrscheinlich die Retourkutsche geben könnte. Trump ist jetzt mehr oder weniger offiziell der Kandidat auf republikanischer Seite, nachdem ja die Frau zwar noch da ist, aber ich glaube, die wird eher als Vize vielleicht sich in Stellung bringen, wenn sie schlau ist. Aber als Kandidatin eher keine Chance. Das heißt, Creepy Joe, wird Creepy Joe es machen oder glaubst du, weil die Zeit läuft? Also der Michael, das wäre jetzt zu kurzfristig. Also ich glaube, der wäre dann eher wieder so, dass man die dann danach kurz bringt. So, Creepy Joe verliert, tritt ab und dann kommt Michael. Ne? Ja, also im Endeffekt, es sah mal kurz so aus, als würde man den Creepy Joe als Kandidat absägen, als der Sonderermittler mit seinen Dokumenten, die er in der Garage hatte, da ankam und gesagt hat, ja, der hat sich strafbar gemacht, aber der Mann ist so dement, den kann man eigentlich nicht mehr anklagen. Das ging ja auch durch die USA und trotzdem ist er der Kandidat. Ganz abgesehen davon, dass das ist auch spannend, dieser Sonderermittler ja dann seine Ämter niedergelegt hat, dann konnte er ein bisschen mehr erzählen. Man hat gesagt, dass der Biden die Unterlagen nicht nur in seiner Garage hatte, sondern dass die für den
seine Autobiografie im Endeffekt sein sollten, die natürlich nicht er schreibt, sondern ein Ghostwriter, und der diese Unterlagen dann gekriegt hat. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Stufe, die geheimen Unterlagen einem unbeteiligten Fremden zu geben. Ja, aber alles ist das nicht so schlimm, weil, wie gesagt, er ist ja praktisch nicht mehr zurechnungsfähig. Und der Mann ist jetzt angeblich der Kandidat. Also Trump ist, wie ich das verstanden habe, jetzt der designierte Kandidat, einfach weil er genügend Wahlmänner zusammen hat, die ihn da als Kandidat intronisieren. Ich bin mal gespannt. Also diese Wahl ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt in diesem Jahr. Ich habe gesagt, in Deutschland wird unter Umständen hier im Äußeren noch gar nicht so viel passieren. In den USA, da ist auch die Vorhersage, der erste Schritt zur Auflösung der USA, den werden wir sehen dieses Jahr. Das wird natürlich auch spannend, was mit Texas und so weiter ist. Da kommt jetzt ja interessanterweise ein Spielfilm am April in die Kinos, der nicht anders heißt als Civil War. Bürgerkrieg. Super, der Trailer ist der Wahnsinn, der Trailer ist der Hammer. Genau, und in diesem Film tritt ja Texas mit 19 Bundesstaaten aus, rein zufällig. Ne? Also haben wir da gute Hälse ja offensichtlich, die Hollywood-Produzenten. Spannend in den USA wird es natürlich, wenn man die Astrologen sieht, es gibt die Sonnenfinsternis am 8. April, die im Endeffekt in Verbindung mit anderen Sonnenfinsternissen da auch so ein Kreuz auf die USA malt und die schon lange als eine extrem entscheidende, bahnbrechende Konstellation gesehen wird. Und auf der anderen Seite gibt es diese Wahl, wo eigentlich völlig klar ist, die darf eigentlich nicht mehr stattfinden, von gewissen Leuten her gesehen. Ja? Wenn Trump drankommt, und das haben manche ja ganz offen gesagt, haben sie Angst, dass sie angeklagt werden. Nicht? Und Trump selbst hat ja gesagt, und ein, zwei andere auch, man könnte einen Vollfleck vorher machen, dass man die Wahl absagen muss. Da wird sich weisen. Ich habe persönlich das Gefühl, dass sie nicht stattfinden wird. Ich bin mir aber relativ sicher, wenn sie stattfinden wird, bei dem, was dann da passieren wird, dann wird das im Endeffekt der erste Schritt sein, dass die USA zerfallen wird. Also das, weil egal was passiert, selbst wenn man es wirklich jetzt nochmal, also es ist ja eine Show, auch der letzte Sieg von Biden war eine Show. Ja, auch jetzt sieht man immer wieder CNN oder so Berichte vom Weißen Haus, wo du an den Bildern genau siehst, das ist nicht das Weiße Haus in Washington, weil da steht direkt neben ein Riesengebäude, das gibt es in Washington nicht, das ist in Castle Rock Studios. Ja, also so ganz offensichtliche Fehler, die Leute aber auch erkennen müssen. Also im Endeffekt. Aber es kommt darauf an, dass der tiefe Staat, kann man ja das Kind so nennen, erneut wieder dafür sorgen wird, dass Trump die Wahl gestohlen werden wird und dass das die Leute wieder so extrem auf die Palme. Spielst du darauf an, auf ein mögliches Szenario? Das ist eine Möglichkeit, weil ich bin mir relativ sicher, dann werden die Patrioten nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Ja? Ja, klar. Kann aber auch gut sein, das haben jetzt andere gesagt, Trump hat jetzt noch einen Prozess, wenn er im Endeffekt seine Immunität zugesprochen kriegt für die früheren Sachen vom obersten Gerichtshof, dann ist die defensive Phase vorbei und dann beginnt die offensive Phase. Und ich bin mir relativ sicher, man hat damals bei der alten Wahlmanipulationsgeschichte ja unglaublich viel gesammelt. Man hat ja die CIA-Server in Frankfurt beschlagnahmt und alles habe ich ja darüber erzählt. Durch einen Zufall bin ich sehr sicher, dass das genauso passiert ist. Es kann gut sein, dass das jetzt alles rauskommen wird. Wie gesagt, es ist das Jahr der Aufdeckung und dass man natürlich jetzt dann in die Offensive geht und das alles schön rausbringt, was damals gelaufen ist, wo die Leute sich strafbar gemacht haben. Es wird spannend. Natürlich kann die Gegenseite, das wird auch vermutet, wie das ja auch schon mit Black Lives Matter versucht wurde, dann ihre Truppen, ihre linken Truppen loslässt. Ja? Also für die USA sieht es energetisch auch nicht so gut aus. Also während wir hier um einen großen Bürgerkrieg durchaus herumkommen werden, weil man die medialen Sachen so hört, wird das in Frankreich schon ein bisschen spannender. Aber USA, da ist auch einiges möglich. Also die USA muss natürlich auch ein bisschen Karma abbauen. Aber da gibt es natürlich auch wirklich, und das kommt natürlich dazu, beide Seiten schwer bewaffnet, halt da teilweise auch durch die Waffengesetze, die im Endeffekt so sind, wie sie sind, ja, dass irgendwo da
Und der Riss ist ja schon riesengroß. Also eigentlich kann man den Anfang der Zerteilung der USA schon ganz gut erkennen. Allein jetzt diese 24 Bundesstaaten, die Texas mehr oder weniger beipflichten gegen die Bundesregierung. In den USA läuft ja auch militärisch gerade viel. Die Nationalgarden werden massiv gestärkt. Das sind ja auch keine leichtfertigen Sachen, nicht? Also, und es ist ja auch wirklich, aber das wird ja mittlerweile auch kolportiert, es ist ja teilweise der Zustrom verzehnfacht worden von Leuten, die über die mexikanische Grenze aus Mittel- und Südamerika kommen, gegenüber den früheren Jahren, seit Biden Präsident ist, sind über 9 Millionen Leute da gezählt, wohlgemerkt. Da reden wir noch nicht von denen, die irgendwie ungezählt illegal noch gekommen sind. Während das früher pro Jahr mal so 400.000, im schlimmsten Jahr war es mal 800.000, reden wir jetzt von 3 bis 4 Millionen pro Jahr. Ja, und diese Leute sind natürlich durchaus auch, und das ist wahrscheinlich auch der Hintergedanke, dann gut, um gegen die Patrioten vorzugehen, nicht? Also da Teile und Herrscher halt, wie immer das so gerne gemacht wird. Aber für die USA, denke ich, wird es dieses Jahr schon interessant werden, plus halt die geologischen Geschichten. Island ist gerade ganz aktuell wieder ein neuer großer Ausbruch. Das ist auch noch eine Möglichkeit, aber politisch gesehen ist es völlig klar, da geht es zur Sache. Und mittlerweile ist es kein politischer Wahlkampf mehr in klassischer Hinsicht. Da geht es um die pure Existenz, ums pure Überleben, insbesondere bei der Seite, die, sagen wir mal, hinter den Demokraten steht oder auch den Leuten, weil die wissen alle, dass sie natürlich sehr viel Dreck am Stecken haben. Wobei ich da einhaken möchte, weil auch da wird mir oft immer zu weiß und schwarz gemalt. In den letzten Jahren ist so mit Trump eigentlich so das Bild entstanden, dass so alle Republikaner, so, das wären die Guten, das ist ja auch wieder so. Dieses typische, ja, so ist es ja nicht. Weil gerade diese Falken, ja, die ja eher dem republikanischen Lager angehören, also das waren ja auch Kriegstreiber von dem Herrn. Also wir haben ja, es hieß ja nicht umsonst eine Zeit lang, dass es da ein Einparteiensystem gibt, das sich in zwei Lager bildet. Und genauso sollte man das auch sehen. Also die Republikaner sind jetzt nicht, obwohl sie die Mehrheit noch im Repräsentantenhaus haben, aber die schwindet jetzt auch ein bisschen, wird aber damit die Wahlen wahrscheinlich wieder zunehmen. Aber da sind auch genug faule Äpfel. Und Trump hat ja auch zugegeben, dass er das unterschätzt hat, als er da meinte, er will den Sumpf austrocknen und so. Weil wir wissen auch alle, das ist ja jetzt auch kein neues, kein Geheimnis, was wir verraten, dass der US-Präsident nicht der mächtigste Mensch oder Politiker ist. Ja? Naja, überhaupt nicht, so ist es. Und die Aufgabe, da hat er die ersten Jahre, kann er jetzt auch wieder sich die ganzen Leute um ihn herum nach der Reihe wieder ausmisten, so wie er es ja bei seiner ersten Amtszeit hat. Da hat er ja jedes Jahr, glaube ich, 6 Leute rausgehauen. Das wird er auch so wieder machen müssen. Also wir werden sehen, das ist spannend. Was natürlich positiv sein wird, die Ukraine ist dann wahrscheinlich endgültig einmal erledigt. Ja? Also da können dann die Deutschen, wie lange die Deutschen dann noch gewillt sind, den Trottel zu spielen, für den Schwachsinn wird sich weisen. Nahost, da möchte ich jetzt auch kurz hin, das fand ich interessant, da ist ein Geheimdienstbericht jetzt aufgetaucht, das alljährliche Geheimdienstbriefing, und da wurde ganz offen so, sie haben natürlich anders formuliert, aber ein Regime-Change in Israel, wie man den Netanyahu wegputschen könnte, hat irrsinnig, sie haben es zwar ein bisschen galanter formuliert, aber unterm Strich ging es um einen Regime-Change in Israel. Hast du mitbekommen? Das habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen. Ich weiß aber natürlich, dass in der Bevölkerung der Netanyahu nicht so den großen Rückhalt hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja? Weil natürlich viele Menschen da auch sehen, und da kann ich mir gut vorstellen, dass auch im Militär in Israel das einige so sehen, dass was der gerade macht, für Israel ja überhaupt nicht gut ist. Nicht? Weil im Endeffekt, also einmal ist natürlich klar, dass diese ganze Gaza-Geschichte völlig überzogen ist, beziehungsweise eine humanitäre Katastrophe erzeugt. Und bei ihm ist es natürlich, beim Netanyahu ist es halt klar, er steht politisch, aber auch, glaube ich, juristisch mit dem Rücken an der Wand. Wenn er kein Ministerpräsident mehr ist, wandert er wahrscheinlich in Knast. Das heißt, für ihn geht sowieso um alles. Ja. Plus das, was jetzt, also wird ja offensichtlich von beiden Seiten, das wird sich ausweiten in Richtung Libanon. Russland
Da legt wohl auch Truppen in Syrien dahin. Und dieser Konflikt, der wird auch noch ein bisschen, also was man so aus den Vorhersagen hört, nicht unbedingt gleich aufhören. Ich denke, am besten wäre sicherlich, wenn vernünftige Kräfte in Israel den loswerden. Und dann, sagen wir mal, versuchen mit Verhandlungen das Ganze wieder irgendwie runterzufahren. Aber der entscheidende Punkt, was ja auch ganz klar kam, die eigentlichen Drahtzieher hinter dieser Eskalation sitzen nicht in Israel, die sitzen nämlich auch in den USA. Das ist genau das Problem an der Sache. Ja, und dann ist es natürlich die Frage, reicht es, wenn man einfach nur den Netanyahu entfernt? Die anderen Kräfte sind, glaube ich, das Entscheidende. Und da wird es dann auch interessant, was dann im Zweifelsfalle passiert. Also ich meine, in der Region wird es wahrscheinlich einiges geben. Es wird auch da nicht der Dritte Weltkrieg entfacht werden. Das ist ja meiner Ansicht nach von gewissen Kreisen der Plan B. Plan C ist dann wahrscheinlich noch Korea und China. Da tut sich auch einiges. Ja. Aber interessant ist, dass die Amerikaner jetzt ja Flugzeugträgerkampfgruppen von da mehr oder weniger abgezogen haben vom Nahen Osten. Die sind jetzt alle rund so um den asiatischen Bereich. Ne? Ne? Also da könnte auch noch irgendeine Überraschung kommen. Ne? So demnächst mal so. Ach übrigens, da haben wir jetzt auch einen Konflikt. Ja? Weil die wollen ja unbedingt einen Krieg haben. Nicht? Aber im Nahen Osten wird sich, also für Israel sieht es grundsätzlich nicht gut aus, energetisch gesehen. Das kommt aus der geistigen Welt. Das ist natürlich da wie woanders auch im Endeffekt immer die Menschen, die normalen Menschen, sei es im Gazastreifen oder in Israel oder auch in Libanon, das sind dann im Zweifelsfall die Verlierer, ja, weil die haben die Opfer zu beklagen, die haben die Verletzten, die haben ihre zerstörten Häuser und alles, ja, heile und herrsche, wie es im Buche steht, nicht? Ja, interessant ist, dass bei uns jetzt wieder unser Bundeskanzler Daniel Nehammer war jetzt beim Sisi in Ägypten, hat denen jetzt wieder Gelder, weil er die jetzt jedes Jahr, glaube ich, 1 Million neue Menschen dazu bekommen, eben Flüchtlinge aus dem Nachbarstaat. Tragisch, eine menschliche Tragödie, was da mit Hilfskonvois passiert, wir haben das alles, also es ist so grausam und wie du sagst, energetisch, also dieses Karma, was da, das möchte ich nicht auf mir sitzen haben, was da liegt an Energie. Puh. Ja. Und aber dieser globale Flächenbrand, der ja auch kurzzeitig, wenn die Gefahr ist natürlich noch da, ja, weil dann mit Libanon die Hisbollah und wir wissen, der Iran wäre für viele ja auch noch nicht so uninteressant, aber ich glaube, das wird es am Ende auch nicht spielen. Da wird einiges, und das wird dann sehr, sehr schnell gehen oder könnte sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Dass man gar nicht glaubt, aber genauso schnell wie der Ukraine, als auch da unten das passiert ist, genauso schnell können diese Dinge auch wieder zu einer positiven, ein positives im Rahmen, es sind genug Menschen leider schon gestorben, es ist eher eine Tragödie für sich, aber man könnte das dann relativ schnell so weit bringen, dass mal der größte Schwachsinn ein Ende gefunden hat. Das wird in der Ukraine schneller passieren und wahrscheinlich auch als erstes, aber auch in Israel sehe ich da positive Dinge kommen, wenngleich da natürlich es noch mehr Hindernisse zu bewältigen gibt. Keine Frage. Zurück nochmal zum Trump. Creepy Joe, die Wahl. Also du hast schon gesagt, oder angedeutet, du glaubst nicht mehr so recht daran, dass die stattfinden wird oder stattfinden könnte. Was ist denn die Alternative? Kriegsgesetz, Martial Law? Eine Möglichkeit. Also es kommt ja aus der geistigen, interessanterweise kam auch von dem Whitehead die Aussage, Trump wird nicht wieder Präsident werden. Er wird aber was anderes machen. Es ist die Frage, gibt es den US-Präsidenten dann überhaupt noch? Und da könnte natürlich sowas wie Kriegsrecht oder sowas sein. Ich glaube aber natürlich auch in den USA wird dieses Parteiensystem, dieses Zwei-Parteien-System wird zerfallen, das wird es so nicht mehr geben. Ja, und es muss nicht so schnell sein, aber wie gesagt, warten wir mal ab, diese Sonnenfinsternis beginnt zu wirken, die wirkt dann relativ lange. Und
ich denke, in den USA könnten schon einige Überraschungen passieren dieses Jahr, die, weil auch einfach aber an vielen Stellen das alles so, sagen wir mal, nicht mehr zu kitten ist. Wobei du völlig richtig hast, dass der Riss geht nicht zwischen Republikanern und Demokraten, weil gerade bei den Republikanern gibt es ja die bekannten Rhinos, also die nur dem Namen nach Republikaner sind. Aber das ist im Endeffekt ein ganz großer Filz und es mag wirklich sein, dass man das vorher unterschätzt hatte damals. Ja, dass ja. Im Endeffekt auch dort die wenigsten was geworden sind, wenn sie nicht erpressbar waren. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Nicht? Und das wollte ich hinaus. Ja, na, und deswegen, das und auch die öffentliche Meinung, kannst du nie so sicher steuern, dass du weißt, was die Menschen dann und dann akzeptieren und was nicht. Und da hängen sie, glaube ich, alle dran momentan, dass verschiedene Sachen einfach nicht so gehen, wie man das vielleicht auch geplant hatte. Ja, weil das kannst du nicht planen. Da sind, das ist ganz abgesehen davon, dass wir eh viel mächtiger sind, als wir glauben, aber das ist völlig logisch, dass ohne die Menschen mitzunehmen, du hast vorhin über den digitalen Euro geredet, natürlich will man den einführen, natürlich will man ihn programmierbar machen, das ist jetzt mittlerweile durch die Dokumentation ja auch klar, man will programmieren können, was du kaufst, man will programmieren können, wo du was kaufen kannst, das war ja alles nur eine ganz böse Verschwörungstheorie, dass man ja gar nie nicht machen wollte. Nichtsdestotrotz kommt aus der geistigen Welt, dieser digitale Euro wird scheitern, aber es ist auch völlig logisch, wenn die Leute, selbst wenn ich beorderte Mufti, wie das ja in Nigeria versucht wurde, interessanterweise in Jamaika, einfach sage, das ist es jetzt und das andere gilt nicht mehr und die Leute akzeptieren das nicht, dann geht das in die Hose, dann machen die Leute halt schwarz irgendwas anderes. Also ohne Akzeptanz funktioniert das nicht. Ich muss die Leute dahin bringen, dass sie das haben wollen. Und das ist das, was sie nicht mehr schaffen. Auch weil sie eben die öffentliche Meinung verloren haben. Deswegen sind die auch so panisch. Sie wissen, was sie eigentlich machen wollen, was für eine Agenda sie haben. Aber ihnen ist völlig klar, wenn die Leute das nicht akzeptieren, dann funktioniert das nicht. Und das jetzt mit Strafandrohung und Druck zu machen, das geht völlig in die Hose. Ne? Und von daher, und in den USA bin ich mal gespannt, aber wie gesagt, die Biden-Show und diese ganzen Vorgänge, die da gerade sind, das ist völlig unglaublich. Das hat mit normaler Politik und einem normalen Vorgehen im Staat gar nichts mehr zu tun. Auch diese ganzen Prozesse, die da geführt worden sind. Ich meine auch solche völlig kurzsichtigen Sachen wie den Trump dann anzuklagen, da in New York, da muss er ja 350 Millionen Strafe zahlen. Aber das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass ganz viele Unternehmer gesagt haben in New York, das kann mir ja morgen auch passieren, weil das ist völlig absurd, dieses Urteil. Das hat sich ein völlig parteiischer Richter gefällt hat gegen Trump. Aber da sagt sich ja jeder sofort, ja und, wenn ich morgen unliebsam werde, dann habe ich dasselbe Problem. Die Rechtssicherheit ist nicht mehr da. Und das führt dazu, dass momentan in Scharen die Unternehmen New York verlassen. Und daran siehst du, sie machen irgendwas, weil sie hoffen, damit irgendwie noch was gewinnen zu können, aber reißen ein anderes Loch auf, was ihnen dann erst richtig Probleme bereitet. Ja, es wird sehr, sehr spannend. Da werden wir noch einige Sendungen haben wir ja noch bis dorthin. Jetzt schweifen wir wieder zurück und kommen auf die Insel. Heute eine Rekordsendung. Wir haben die 2-Stunden-Marke schon geknackt, aber wir ziehen das beinahe durch, weil es gibt einfach so viele Themen, die gehören besprochen. Und jetzt mal die britische Krone. Ich habe ja schon angekündigt, auf der Bild-Zeitung heute zu lesen, aber nicht in der Bild-Zeitung. Russische Nachrichtenblogger hätten eine Fake-Meldung gepostet vom Buckingham Palace, ein gefälschtes Dokument, wonach Prinz Charles, König Charles, verstorben wäre. Aber da gibt es ja noch mehr. Peter, was hat es denn auf sich mit der britischen Krone? Außer dem Fotoskandal rund um Meghan. Den gab es ja auch. Wobei, im Endeffekt, dieser Fotoskandal ist ja auch interessant, weil sie ist ja einfach weg. Ja? Und mal gucken nach Ostern, also sie will sich ja erholen, aber Tatsache ist, dass momentan innerhalb kürzester Zeit rund um die britische Krone Leute schwer krank sind, beziehungsweise gestorben sind. Es ist ja auch einer relativ jung verstorben, irgendein Earl, glaube ich. Dann der Charles hat auf einmal Krebs
Und die Kate hat eine Bauchoperation, ist nicht mehr zu sehen. Man bringt gefakte Fotos, wo sie angeblich putzmunter zu sehen ist. Plus irgendwelche interessanten, Zeremonien, wo irgendwie vom Buckingham Palace da irgendwie ein schwarzes Pferd reitet und so. Ich kenne mich da auch nicht so aus, ich will das auch gar nicht. Plus heute die Gerüchte, das sind Gerüchte, dass die BBC sich auf eine große Meldung auf der, aus der, von der Krone mit, bereit machen muss. Spannend ist natürlich, William kommt, ist ja momentan, also wenn der Charles nicht mehr kann, müsste ja William ran, aber der sagt ja, ich kann nicht, meine Frau ist krank. Ja? Also der ist ja auch momentan kaum zu sehen. Ja? Und das ist schon spannend, das kommt alles so irgendwie zusammen. Ja. Und aber das ist doch eine komische, entschuldigen, dass ich da reingrätsche, aber was ist denn das für eine Ansage? Ich meine, der wurde sein ganzes Leben lang ausgebildet. Wir wissen ja, gerade das britische, der Palast ist da nicht sehr zimperlich in der Ausbildung und Heranführung seiner Thronfolger. Da zu sagen, ja sorry, die Kate ist krank, ich kann jetzt nicht. Ja, das mag belastend sein, aber ich meine, am Ende des Tages ist das, was ihm ein Leben lang eingetrichtert wurde von Geburt an. Du bist der Thronfolger. Also was ist denn das wieder für eine windige Aussage? Genau, also das passt alles irgendwie nicht zusammen. Und wir wissen ja, es gibt aus der geistigen Welt von Egon Fischer die Aussage, dass der Charles sowieso nicht lange Spaß an seiner Krone haben wird. Es gab ja den Sensenmann bei seiner Krönung, haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Aber auch die anderen Sachen, also irgendwas ist da im Busch. Und das ist das, was vielleicht hätte schon letztes Jahr passieren sollen. Das war ja eine Ankündigung, die dann so definitiv nicht gekommen ist, dass in England da was passieren wird, wo die Briten sich noch sehr lange daran erinnern werden. Da gab es aus anderen Quellen die Aussage, das hat was mit der Krone zu tun. Aber ich denke, es wird jetzt auch nicht nur so sein. Also irgendwas ist da interessant. Also dass jetzt einfach der Charles auf einmal tot ist und der William mit König, dann ist alles wieder gut. Also da ist irgendwie, läuft was anderes im Hintergrund. Deswegen habe ich das auch aufgebracht. Und natürlich ist gerade Großbritannien auch das Land, was, wie ich habe es ja vorhin gesagt, mit dem britischen Verteidigungsminister im GPS, das, sagen wir mal, mit dem Russland am meisten quer liegt und am direktesten quer liegt. Also da passen auch wieder Sachen zusammen. Das heißt, Großbritannien, das könnte interessant werden. Und die britische Krone ist natürlich nicht irgendwie eine Frühstücksmonarchie, das wissen wir alle, sondern Komitee der 300, Commonwealth und so weiter, die haben ja noch wirklich Macht, und zwar weltweit. Nicht? Sieben Schwestern, die ganzen Ölkonzerne haben sie viel zu sagen, mit der genau. Beatrice von Holland. Ja, von daher wird das schon spannend werden und vielleicht gibt es da auch tatsächlich einen ersten großen Change. Ja, das wird wirklich interessant werden. Das trifft sicherlich nicht die Falschen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es könnte auch, was genau wie die USA, Großbritannien, könnte ich mir vorstellen, wird dieses Jahr schon interessante Sachen passieren. Ja, weil vielleicht kommt da auch noch einiges, das ist ja jetzt auch hochgekommen, da bist du ja Spezialist, in diesem einen Gymnasium, wo ja Lehrer reihenweise Kinder missbraucht haben, wo ja welche geredet haben, die aber auch ganz klar gesagt haben, dass so Leute wie Prinz Charles da auch öfter mal vorbeigekommen sind. Nicht? Und sowas kommt mittlerweile in Großbritannien relativ offen raus. Ne? Und das ist natürlich, vielleicht ist auch deswegen, hat auf einmal der Charles Krebs bekommen, weil der muss weg jetzt. Ja, weil das ist, aber die Vermutung, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was da abgeht, dazu bin ich auch zu wenig drin dort, aber man stellt fest, dass schon nach außen hin ein paar Sachen, wie du es gesagt hast, passieren, die einfach nicht zusammenpassen. Also da ist irgendwas Größeres im Busch. Ja, man merkt, da ist Chaos und da ist auch immer, wenn gerade und so ein Palast, gerade der Palast, hat ja eine vom Protokoll her eine Öffentlichkeitsarbeit, die ist ja besser als bei jeder Bundesregierung. Ja, also da geht ja, das ist alles getagt und wenn da mal Chaos ist, was die Nachrichtenflut angeht oder die Nachrichtenlage, dann weiß man zu 100%, da sind wir nicht mehr im spekulativen Bereich,
dann ist da einiges im Argen, sprich Chaos. Und das ist momentan der Ist-Zustand. Was genau, darüber können wir nur spekulieren. Aber dass da gerade irrsinnig viel nicht rund läuft, das liegt auf der Hand. Ja? Definitiv, ja. Und da müssen wir aber warten, was die nächsten Tage bringen. Aber ich denke, das könnte spannend werden. Und wie gesagt, dieses Jahr, wurde vorher gesagt, ist das Jahr der Aufdeckung. Da, und auch da könnte ja so das eine oder andere kommen. Wir werden es beobachten, ja. Aber momentan, wie gesagt, von wegen, es passiert nichts. Du merkst es, es verschieben sich ganz viele Sachen, die sehr, sehr lange, wie soll ich sagen, eigentlich in Beton gegossen waren. Also du merkst schon, die großen Schollen fangen sich an zu bewegen. Sie sind noch nicht mit einer riesigen Geschwindigkeit unterwegs, aber sie fangen an, sich zu bewegen. Ja. Absolut. Bewegen tut sich auch einiges im Weltall, auch wenn das für viele wieder so ein Streitpunkt ist und sagen, es gibt kein Weltall. Aber wir gehen jetzt mal ins Weltall. Neues aus dem Weltraum. Du hast den Dieter Bröhr schon angesprochen. Ich habe auch von Laserversuchen jetzt gelesen, wo es gesagt hat, das ist also Verschwörungstheorie. Und jetzt hat es wirklich so mit Laserwaffen Tests gegeben. Schieß mal los, was hast du für neue Infos aus dem Weltraum? Ja gut, also das mit Laserwaffen ist keine Verschwörungstheorie mehr. Das kann ich mir in YouTube... Ja, nee, aber es wurde lange ja... Ja, ich weiß, es wurde immer behauptet, ja. Aber Laserwaffen sind teilweise der US Navy schon im Einsatz. Genau, und andere haben es jetzt auch probiert. Ich glaube, die britische Militär hat jetzt auch... natürlich sehr billig, weil dann muss ich keine Raketen abschießen, die Millionen kosten, sondern das mache ich mit Laser. Durch Flugabwehr, das ist ganz offizielle Technik, brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, das eine war spannend, also momentan, es gibt momentan mehrere Sachen. Also einmal hat natürlich das Pentagon momentan sein Untersuchungsprojekt beendet und hat gesagt, da war doch nichts mit Außerirdischen, wir haben nichts gefunden. Aber das ist, glaube ich, nicht wirklich wild. Entscheidend ist, was ich spannend fand, deswegen wollte ich es auch mal thematisieren, da kam der Burst dazwischen, weil wie gesagt, die Soho-Sonde, man weiß natürlich nicht, wie groß das ist, aber das hat halt irgendein schwarzes Objekt, das kommt regelmäßig vorbei und verdeckt offensichtlich die Kamera von der Soho-Sonde, die die Sonne beobachtet. Ja, und das ist so groß, aber wie gesagt, wenn es ganz nah an der Sonne ist, ist es riesengroß. Wenn es ganz nah an der Sonde ist, muss es ja nicht groß sein, um die Kamera zu verdecken. Ja, das ist ja logisch. Nicht? Man kann die Größe nicht abschätzen. Aber Tatsache ist, dass für eine gewisse Zeit momentan regelmäßig die Kamera von irgendwas abgedeckt wird, von dieser Sonde, die im Weltraum schwebt. Komisch. Nicht? Spannend ist, also was jetzt schon passiert, es kommen immer mehr Berichte über UFO-Sichtungen, weltweit, aber ganz stark auch in den USA. Und dann gibt es ja den Cliff Hyde, der mit seiner Webbots-Methode Vorhersagen macht. Die gehen auch mal in die Hose. Es gab aber auch schon gute Treffer. Und der sagt momentan in seinem Blog, also er sieht, dass dieses Jahr nicht unbedingt offiziell das schon zugegeben wird, aber dass es dieses Jahr Sichtungen geben wird, zum Beispiel, dass wirklich beim Footballspiel oder beim Fußballspiel irgendwo für jeden sichtbar UFOs drüber sein werden, wo auch wirklich dann Tausende von Leuten das fotografieren und filmen werden, was natürlich dann auch einfach nicht mehr verleugnet werden kann. Ja, dass solche Ereignisse, sieht er mit seiner Methode, dass dieses Jahr die kommen können. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Aber das sind wir dann eher bei Bluebeam, oder? Das weiß man nicht. Das kann natürlich Bluebeam sein. Ja. Das kann also Teil des Offenlegungsprojektes sein, ist wahrscheinlich meiner Ansicht nach Teil des Offenlegungsprojektes. Dass das die nächste Stufe ist, das hat sich ja mit dieser Geschichte in dieser Miami Mall am 1. Januar, wo da die drei Meter großen Außerirdischen durch die Gegend gelaufen sind, schon so begonnen haben, die meiner Ansicht nach wahrscheinlich auch Hologramme waren und nicht unbedingt echt. Aber ist es erstmal nicht relevant, oder ob man irgendeine außerirdische Spezies dazu bringt oder sagt, mach das jetzt mal, ja, dann brauche ich auch kein Bluebeam. Also das ist im Endeffekt gar nicht so relevant. Wichtig ist, dass da ein ganz großer nächster Schritt der Offenlegung dann kommt, weil einfach dann zu viele Leute gleichzeitig das gesehen haben, gefilmt haben, dass so ein Event kommt, den du einfach nicht mehr wegdiskutieren kannst. Ja. Ja. Also und das könnte, wie gesagt, anstehen, also noch nicht die offizielle Bestätigung,
aber der nächste ganz große Schritt, und das kann dann auch irgendwann die Massenmedien nicht mehr völlig verleugnen, was sie ja teilweise jetzt auch letztes Jahr mit der Kongressanhörung so nicht gemacht haben. Trotzdem wissen es natürlich viele hier immer noch nicht in Deutschland, weil es natürlich nicht um 8 Uhr in der Tagesschau kam und natürlich auch teilweise von alternativen Medien gar nicht so steuert. Es gibt da auch einige, die sich mit dem UFO-Thema ja so gar nicht befassen wollen. Nicht? Aber da ist dieses Jahr auf jeden Fall meiner Ansicht nach was zu erwarten, dass dieses Thema massiv nach vorne bringen wird, sagen wir es mal so. Naja, für mich, ich habe da mit Frank Köstler jetzt ja zwei so Special-Sendungen gemacht im Bereich Exopolitik. Für mich ist halt diese Geschichte mit diesen Agenten, für den er extra das Gesetz geändert hat, damit er plaudern darf, ein bisschen eigenartig, der Crush. Weil, warum, also wenn wir wissen, dass die US-Regierung jegliche Art von Whistleblowing eigentlich eher Stein in den Weg legt, bis hin zum schwersten Knast. Und da kommt einer daher und sagt, ja Leute, wir haben Kontakt und überhaupt, wir haben, da gibt es diese Form und diese Form und diese. Und das hat halt für mich ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Vor allem, wenn man als Quelle weiß, das ist Geheimdienst. Und Dienste sind halt immer, ja, die reden nicht nur Schwachsinn, das ist schon richtig, aber die lassen da solche Meldungen nicht ohne Grund raus. Ja. Also mit einem eigennützigen Grund. Natürlich. Also wie gesagt, wir reden von einem Offenlegungsprojekt, was gelaufen, was 2017 gestartet ist und was alle paar Monate einen neuen Meilenstein absolviert. Das ist ganz klar zu beobachten und das folgt natürlich einer Agenda. Die spannende Frage ist halt, welche Agenda ist da hinten dran? Da kann man wieder spekulieren. Ist es wirklich die Vorbereitung auf die Fake-Alien-Invasion? Ja? Oder ist es von der anderen Seite die Heranführung der Menschen, die vorsichtige Heranführung an die Wahrheit? Vielleicht auch mit ein bisschen Druck von einer bestimmten außerirdischen Spezies, was ja auch manche sagen, das muss nicht stimmen, aber das wäre eine Möglichkeit, dass Verträge ausgelaufen sind und dass die sagen, also entweder ihr bringt es den Leuten bei oder wir machen das. Ja? Von daher gibt es verschiedene Spielarten, warum das ist, dass das Ganze ein Plan ist, der da abläuft. Das ist relativ klar zu beobachten. Und der steigert sich Stückchen für Stückchen. Auf jeden Fall. Das ist völlig klar. Ne? Und da wird es jetzt interessant, weil, wie gesagt, nachdem was letztes Jahr passiert ist und dadurch, dass es ja immer noch ein bisschen spektakulärer und noch ein bisschen klarer wird, kann man da für dieses Jahr, denke ich, wieder was erwarten. Und das wird dann unter Umständen einige schon ziemlich in die Kinnlade runterfallen lassen, die davon nichts wissen wollten. Ja, es ist ja in den letzten 3 Jahren, und ich meine, wir gehören ja wirklich schon zu, ich habe es eh schon gesagt, bei mir war ja die Exopolitik noch weit vor 9-11, ja, und wir sind ja der alte Hasen, aber für den Großteil, die jetzt jahrelang lesen durften, na, grüne Männchen, alles Schwachsinn. Und jetzt auf einmal wird ein Robert Fleischer als seriöser Experte in den Medien zitiert. Also in Deutschland wehrt sich noch so ein bisschen, ja, die tun das schon noch so ein bisschen schweren Herzens offenlegen. Die Amerikaner geben da sehr viel Gas, auch in Russland. Ich meine, ich erinnere an die Rede von Medvedev, als er im Staatsfernsehen einmal auftritt, ganz nüchtern, so, aber nicht auf Satire, sondern ganz trocken und ernst. Lieber Mitbürger, da war er gerade Präsident, ich möchte Ihnen sagen, wir sind nicht allein und wir haben Kontakt. So sinngemäß war da die Aussage. Ne? Ja gut, das war damals ziemlich deutlich und es gab ja da auch Sendungen, also das ist wie ja auch in den USA. Aber warum ist der Großteil immer in den USA, Lateinamerika und Russland und in Europa relativ wenig? Hier gibt es schon noch UFO-Phänomene, wissen wir, aber es ist doch im Vergleich zu USA oder anderen Gebieten relativ wenig. Hast du da eine Erklärung dafür? Sind das die schwarzen Projekte? Unterschiedliche. Also natürlich die schwarzen Projekte, Südamerika, aber auch Asien. Also in Asien, die Japaner, die denken auch ganz anders über UFOs zum Beispiel. Nicht? Aber es gibt natürlich große UFO-Basen in Anden, es gibt große UFO-Basen im Himalaya. Von daher, da ist grundsätzlich einfach viel mehr Sichtung deswegen. Ja? In Europa haben wir natürlich, wobei die Franzosen ja auch deutlich offener sind oder die Briten, nicht? Deutschland, das ist mir völlig klar, hat was mit der deutschen Vergangenheit zu tun und diversen UFOs, die daher kommen, dass man dieses Thema
gerade völlig, völlig und als verrückt brandmarken will, dass Leute überhaupt nicht auf die Idee kommen könnten, dass da was dran sein könnte. Nicht? Während in den USA der Revell den Bausatz der Hauenbau 2 schön verkauft hat, der auch gut wurde, das hier nur ganz kurz, dann hat man das ganz schnell wieder weggemacht. Nicht? Aber selbst so eine Modellbaufirma wie Revell bietet Bausätze an für die reichsdeutschen UFOs, das ist schon spannend. Nicht? Aber das will man natürlich hier genau gar nicht haben. Das mag einer der Gründe sein, warum man gerade in Deutschland und Österreich dieses Thema so völlig lächerlich macht oder lange lächerlich gemacht hat. Ja. Aber weltweit ist da ganz andere Sichtweise da. Und jetzt soll halt wohl wirklich das noch ein ganzes Stück weiter geschoben werden. Wie gesagt, wir werden sehen. Wir kommen jetzt ja eh zum Ausblick. Ich habe, es gibt ein E-Book von mir wahrscheinlich diese Woche. Ich habe ja lange auch seit 12 Jahren jetzt im Endeffekt meine Untersuchungen abgeschlossen zur chinesischen Astrologie. Ich habe ja immer geschaut, die einzelnen Tierjahre, wie ähneln die sich? Und da gab es doch mehr als erstaunliche Übereinstimmungen. Und demnach ist das Jahr des Drachen, wo wir gerade sind, eigentlich eines der ruhigsten Jahre, was zumindest äußere Ereignisse betrifft. Ja. Nichtsdestotrotz aber bei den Menschen im Endeffekt passiert sehr, sehr viel. Wobei interessanterweise gerade im Jahre des Drachen, wenn was passiert ist, war Israel, Hamas, PLO, Ägypten, war immer gerne mit involviert. Ja. Aber spannend ist natürlich das Jahr, was danach kommt, nämlich das ist 2015. Und damit hatte ich ja mal angefangen. Und wenn ich mit diesem Jahr angefangen hätte, dem Jahr der Schlange, hätte ich vielleicht auch gar nicht weitergemacht. Weil die Jahre der Schlange sind die Jahre, wo immer die ganz großen Sachen passieren. Die ganz großen Plötzlichkeiten. Wir reden von der Oktoberrevolution, wir reden von dem Schwarzen Freitag 29, wir reden von dem 9-11 natürlich, wir reden vom Mauerfall. Also alles Sachen, die aber interessanterweise, wie man weiß, natürlich von gewissen Kräften ausgelöst wurden, die danach aber die Welt verändert haben. Interessanterweise, diese Kräfte nennen sich ja teilweise Bruderschaft der Schlange oder im Endeffekt Reptiloide stecken hinten dran. Ja, und deswegen 2013 war es nicht ganz so spektakulär, es war aber auch was Entscheidendes, nämlich der Papstrücktritt und die Wahl eines Jesuiten als Papstes, das übrigens vorher schon nachweislich festgestanden hat, die natürlich die Kirche völlig umkrempeln schon begonnen hat, aber das wird noch ganz anders. Wahrscheinlich wird es die Kirche komplett zerbröseln, diese Sache. Und dann haben wir 2025 und da ist zu erwarten, und das ist halt auch spannend, dass gewisse Kreise sich natürlich, die wissen natürlich ganz genau Bescheid über gewisse Zyklen, Astrologie, Zahlenmagie. Das wird uns ja hier immer erzählt, als wäre das Mumpitz, aber diese Herrschaften scheinen sich da ganz strikt dran zu halten. Nicht? Und deswegen ist nächstes Jahr ein Jahr, wo ich vermute, wo die dunkle Seite nochmal versuchen wird, den großen finalen False Flag, um es mal sozusagen zu initiieren. Von daher würde es hervorragend passen, wenn man nächstes Jahr diese Fake-Alien-Invasion zum Beispiel vorhätte. Dann passt nämlich auch die Vorbereitungsgeschichte wieder sehr schön, aber es ist nur eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber Sie nutzen eigentlich immer sehr, sehr gerne die Jahre der Schlange, um so etwas zu machen wie 9-11 oder wie gesagt andere Geschichten. Und das passt dann sehr, sehr gut zu der Vorhersage eben vom Egon und anderen, die ja auch sagen, dieses Jahr wird eher noch, zumindest in Deutschland, man merkt zwar schon, die Büffelherde kommt, man sieht die Wolke, es vibriert, man hört den Lärm, aber man sieht die Büffelherde noch nicht. Die sieht man erst 25. Also 25 werden Sachen passieren, sichtbar passieren, meiner Ansicht nach mit einem Teil des Systemzusammenbruchs nächstes Jahr dann wirklich auch sichtbar sein. Das kann dann auch teilweise sehr schnell gehen. Wie so Dominosteine fallen dann die ganzen Gebilde um. Aber dieses Jahr wird es wohl darum gehen, und da bin ich wirklich mal gespannt, dass wirklich die Menschen, also einmal viel Information hochkommen wird und dann die Menschen vor allen Dingen ab Herbst
irgendwie völlig anders reagieren werden, agieren werden. Und dann wird wahrscheinlich, und das ist die Hoffnung, die aber vorhergesagt ist, die Alternativen, die Dissidenten, also wir, werden dann ein bisschen Erleichterung spüren. Vielleicht geht das sogar schon im Frühjahr, im Mai los, wenn der Holzfäller recht hat. Vermutlich, weil die Mächtigen und die Regierenden dann aber ganz andere Sorgen haben, als die Dissidenten zu verfolgen. Weil einfach zu viel andere Leute sauer werden, es nicht mehr glauben, weil ihnen die öffentliche Meinung dann völlig wegbricht und unter Umständen dann auch wirklich viele Menschen auf der Straße sein werden. Vermutlich in Deutschland, Österreich, denke ich, Schweiz, relativ friedlich. In anderen Ländern wie Frankreich, da kriegt man nicht so dolle Vorhersagen. Also Frankreich, aber das ist ja auch bekannt, wenn die Franzosen mal richtig sauer werden, und ich glaube, der Macron tut momentan auch alles dafür, mit solchen Aktionen, die ja wegen dem Gesetz, dass sie richtig sauer werden könnten, kann das ein bisschen anders aussehen. Ja, aber das ist spannend. Tut, was ich schon gesagt habe, es gibt energetische Geschichten, die wohl kommen sollen, die auf die Menschen wirken. Und wo man sich darauf einstellen muss, dass manche Menschen dann auch merkwürdig werden. Ja, das erleben wir jetzt schon. Das wird noch viel heftiger werden. Was die unangenehmste Vorhersage ist, die aber keine Überraschung ist, die der Egon bekommen hat, aber auch andere, also hat gesagt, die Todeswelle, die wird im Sommer richtig starten. Also sprich, dass viele Menschen einfach gehen werden. Gar nicht unbedingt durch externe Einwirkungen wie Krieg oder sonst was, sondern einfach eben, wir wissen alle, es gibt eine gewisse Spritze, das ist noch lange nicht fertig, im Gegenteil. Aber auch andere, die ihre engen Hausaufgaben, wie das so schön heißt, die sie jetzt zwangsläufig machen müssten, nicht machen wollen. Da wird in vielen Fällen auch die Seele dann einfach entscheiden, und da ist dann auch eine Spritze egal, dass sie gehen will. Und das werden wir wohl, das ist nicht nur dieses Jahr, das wird sich dann weiter fortsetzen, aber das soll wohl dann dieses Jahr auch beginnen. Also dieses Jahr werden wir ganz viel vermutlich bei den Menschen schon sehen. Ja. Ich erlebe sehr viel oder häufig jetzt einige Fälle schon erlebt, und das hat jetzt bei den meisten dieser Fälle nichts mit einem Vakzin zu tun, sondern die hatten halt andere Bewegungen, und da ist es einfach so, dass die auch sehr feinfühlige Menschen waren. Und all das hat uns ja alle mitgenommen. Also wer jetzt sagt, die letzten 4 Jahre, die habe ich jetzt einfach so weggesteckt, dann Hut ab, ich glaube, das haben die wenigsten einfach so weggesteckt. Wir sind alle traumatisiert, der eine mehr, der andere weniger. Und viele sind sich auch dessen bewusst, dass das was kommt. Wenn sie zu sehr in der Angst sind, dann wollen sie dann lieber gehen. Und da lässt man dann die Seele los und die entscheiden sich dann einfach zu gehen. Ja. So sieht's aus, ja, das ist im Endeffekt aus einer höheren Sicht auch gar nichts Schlimmes. Aber es ist natürlich aus der 3D-Sicht traurig, insbesondere wenn es natürlich Menschen trifft, die man kennt, die in der Nähe sind. Ja, man kann das von außen, sollte es auch gar nicht aufhalten, weil, wie gesagt, die Seele weiß schon, warum sie das will. Und, ja, im Endeffekt ist es ja ein Übergang. Ja, aber da wird dieses Jahr einiges losgehen. Vielleicht natürlich auch dadurch, dass gewisse Sachen, was auch noch eine Vorhersage ist oder was man eigentlich auch erwarten kann, wenn man sieht, dass momentan viele Großkopferte, gerade in den USA, gewisse Politiker, aber auch Bezos oder Bill Gates, Aktien verkaufen, als gäbe es keinen Morgen. Das wird ja auch vorhergesagt im Bankenbereich, Finanzbereich. Der Euro wird dieses Jahr noch nicht zusammenbrechen, aber da kommt was. Die Märkte antizipieren das ja auch schon so ein bisschen. Goldpreis, also muss man mal abwarten, aber auch da könnte was kommen. Aber ich glaube, das ist auch nur ein Vorgeplänkel von dem, oder sagen wir mal, das wird dann erst wirklich Folgen zeigen in 2025, 2026. Aber dieses Jahr ist schon ein Wechseljahr in verschiedener Hinsicht. Und die Ungeduldigen natürlich auch, sei es diese Todeswelle oder sei es das Aufwachen der Menschen, oder das tut auch nicht unbedingt einen Schlag und dann ist es so. Das ist ein Prozess, der sich dieses Jahr aber wohl ganz massiv noch mehr verschärfen wird. Das ist ja nicht so, was jetzt auch noch gar nicht wäre. Wie gesagt, das läuft schon. Ja. Und ja. Die Bauernproteste waren da nur ein milder Anfang, wobei in anderen europäischen Ländern geht es richtig zur Sache.
hörst du nur nichts von. Ja, auch in Deutschland sind die Bauern jetzt immer völlig friedlich. Ja, aber das kommt wieder und zwar massiv und dann auch nicht nur die Bauern. Ne? Also da ist einiges zu erwarten. Und aber für uns ist es dann eher eine Befreiung. Das wird auch ganz klar gesagt, dass einfach diese extrem repressive Politik momentan, weil dann zwangsweise wohl in irgendeiner Form zumindest nicht mehr so vorgehen kann, dann werden sie natürlich versuchen, Demonstrationen niederzuknüppeln, das ist klar. Ja, aber das werden dann unter Umständen nicht zu viele sein. Ja. Viel Spaß dabei. Nein, aber ereignisreich und ich freue mich schon auf unseren April-Denkanstoß. Ich glaube, wir können einen Punkt für heute setzen, oder? Hast du noch was zu sagen, Peter? Nein, ich denke, wir haben jetzt 2,5 Stunden geredet. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch noch immer viele Themen, wo der eine andere sagt, das hätte man noch müssen und das, weil es passiert momentan innerhalb einer Woche sehr, sehr viel. Das ist vorher in 3 Monaten nicht passiert, was in einer Woche passiert. Aber ich verspreche euch, ich werde Sie Peter mal überrumpeln, der Peter und ich werden irgendwann einen 5-Stunden-Denkanstoß machen. Irgendwann machen wir das. Irgendwann wird es vermutlich notwendig sein, wenn die Dinge dann richtig in Fahrt kommen. Davon gehe ich auch aus. Ja. War wieder eine super Sendung. Liebe Leute, bleibt positiv, unterstützt unsere Arbeit, den Peter mit den Infozeit-Denkprognosen. Infobrief-Zeitprognosen. Auf meiner Webseite und wie gesagt, ein spannendes E-Book, vermutlich noch im Laufe der Woche auf meiner Webseite dann. Unbedingt abchecken, ich blende die Webseite nochmal ein, krisenrat.info, unbedingt abchecken und unterstützt unsere Arbeit im Rahmen eurer Möglichkeiten. Ich weiß, die Zeiten sind hart und knapp, aber auch wir können es brauchen, auch wir haben mit viel Gegenwind zu kämpfen und auch das, was wir hier betreiben, kostet uns nicht nur Energie, sondern auch andere Dinge, aber es soll letztendlich im Rahmen eurer Wertschätzung möglich sein und unterstützt aber vor allem euch selbst. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Bleibt in der Liebe, bleibt positiv und wir sehen uns spätestens im April, ohne Scherz, zum nächsten Deckerstoß. Und wenn was von Creepy Joe Biden am Ende für mich das Highlight war, dann war es dieser Auftritt hier. Thank you for that. You're the famous African-American baseball player in America. Also nur für die Franziskus, you are the most famous African-American baseball player. Zum Papst und thank you. Weltklasse. Und dann wird etwas über seinen Gesundheitszustand sinniert. Also, naja, gut. Die wunderbare Welt des Schwachsinns. Peter, ich bedanke mich. Dickes Bussi an euch da draußen. Bis bald. Grüße aus Wien und Frankfurt Umgebung. Ciao, ihr Lieben. Tschüss. Bussi Baba. Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand.